So, und damit herzlich willkommen zu mal wieder zum Simray-Stream. Ich habe wieder ziemlich Bock auf Simray, merkt das gerade. Oh, es fängt an zu regnen hier im Spiel. Wir fahren die gesamte Strecke. Wir stehen gerade hier in Warschau, Warschau-Hutnia, das ist der erste Halt der Strecke. Von Warschau bis, oh, da kommt noch ein Zug, glaube ich, rein. Wir sind jetzt schon bereits, irgendwo fährt den Zug. So. Oh, ja, ich bin doof. Und damit Ich höre herzlich mich wieder willkommen zu mal soppelt. wieder Ja, zum ja. Simray-Stream. Irgendwo Ich habe fährt die der letzten. Zug. Das bin ich selber. Willkommen, willkommen. Lavan kann nichts, ist echt kein Zug fahren. Willkommen zum Stream. Ja, das ist ein Name eines meiner Zuschauer. Einem meiner Zuschauer. So, jetzt richtig, glaube ich, grammatikalisch. So, wir haben noch 2 Minuten 28, dann geht's hier los. Und dann Zentral, Zachonida und dann fahren wir durch bis. Ja, das war doch immer bis Savotsny. Genau, bis Savotsny geht's durch. 4 Minuten sind wir im Moment noch zu früh. Und da bin ich mal gespannt. Also eigentlich sollten wir das bis zum Restart schaffen. Wir sind unterwegs 2 Stunden. Ach, 2,5, glaube ich. Das sollten wir eigentlich noch schaffen. Es hat mich irgendwie Verspätung. Wir werden es sehen, ne? Ich hoffe nicht. Ja, wie gesagt, notfalls übernehmen wir den Zug dann halt wieder. Nach dem Restart. Aber eigentlich sollte das klappen von der Zeit. Deutsche Reichsbahn, hi! Und auch Timo Lomo Vegan, hallo! Und damit stelle ich mich doch gut hin, ja? Ich weiß doch selber, dass ich keinen Zug fahren kann. Ach cool, dass wir das Fenster hier aufmachen können. Das habe ich jetzt noch gar nicht so wirklich ausgetestet. Aber eigentlich kann man das bei jedem Simray-Fahrzeug. Ja, wir können auch noch mal ganz kurz. Wir machen jetzt mal ganz kurz für alle Leute, die Simray noch nicht so gut kennen. Gehen wir mal ganz kurz einen Meter durch den Zug. Fahrerstraum betreten. Bei dem möchte ich euch mal kurz zeigen. Fahrerstraum betreten, bitte. Dankeschön. Wir können nämlich auch durchlaufen durch den Pendolino. Echt schick ist. Hier. Sonst eine Wiss Gouvne. Gouvne heißt übrigens Hauptbahnhof, ne? Hab mich mal gewundert, was Gouvne heißt. Habe ich vor kurzem erfahren, dass das Hauptbahnhof heißt. Habe ich die Türen nicht offen? Eigentlich sollten sie offen sein. Na gut. Stimmt, die gehen ja. Ach ja, ist ja auch realistisch. Die sind nicht dauerhaft geöffnet. Obwohl bei Fernverkehrszügen könnte das ja fast sogar sein, ne? Normalerweise sollten sie ja dauerhaft geöffnet sein. Aber die sind, glaube ich, wirklich nach, wenn du sie betätigst. Hier sogar die Rollstuhlrampe. Sehr cool. In Polen scheint sowas zu funktionieren. In Deutschland ist das immer ein bisschen. Wo bin ich jetzt denn gefangen? Hier. Schwierig. Da wird ja meistens noch an den Bahnhöfen dann vom Bahnhof selber noch so ein Hubwagen rangebracht. Kenne ich ja sehr gut von meiner Arbeit. Hier in Polen scheint sowas zu funktionieren. Beziehungsweise der ICE4 hat sowas ja auch. Da funktioniert es halt noch nicht. So. Ja. Sind wir. War noch ein bisschen laufen. Dann können wir vielleicht noch. Wo ist das Bistro? Sind wir am Bistro schon vorbei? Am Bistrowagen, am Kaffeewagen, am Restaurantwagen, wie wir es auch immer nennen. So, wir dürfen schon. Wir haben Ausfahrt. Ja, wir haben Ausfahrt. Ich weiß, ich weiß. Ich glaube, hier ist Ende des Zuges. Ja, hier ist das Ende des Zuges. Haben wir die Tür nicht noch offen? Lass uns einmal kurz gucken. Nicht, dass wir hier mit Tag der offenen Tür spielen. Ne, die Türen sind tatsächlich wieder zu. Sehr schön. Dann setzen wir uns wieder hin. Und lösen aus. Und ich mal die Geschwindigkeit hoch auf. Die 60, die wir jetzt hier fahren dürfen. Was haben wir? 44, 50, 60. Perfekt. Und Ausfahrt. Beziehungsweise, ja, wir haben die Leistung noch hochgedreht, deswegen müssen wir einmal Nullstellungszwang. Einmal runter und jetzt wieder hoch. Und jetzt nochmal Hallo sagen. Screen ist noch dazu gekommen. Schönen Abend, Christian. Guten Abend, dir auch. So. Dann. Scheibenwischer an. Modus 1. Hat dann mittlerweile hier in der Mitte Polens ein bisschen zu regnen angefangen. Wir fahren ja in den Süden von Polen. Ja, relativ im Süden. Obwohl, ja. Ich mache mal ganz kurz die Map nochmal auf, dass ich auch sehe, was hier abgeht, so von wegen. Andere Fahrzeuge, FDLs und so weiter und so fort. Natürlich spielen wir auf Server 1. Und ja, südlich. Also eigentlich fast genau südlich liegt das. Ein bisschen südwestlich, würde ich sagen. So, wir dürfen übrigens nur 40. Ja, ich habe gerade was anderes gemacht in der Zeit. Entschuldigung, das geht erstmal direkt Punktabzug.
weil ich es kann, weil ich einfach gut Zug fahren kann. Hatten wir ja gerade schon das Thema. Aber in der Sekunde habe ich einfach nicht darauf geachtet, weil ich gerade was umgestellt habe. So, links von uns jetzt ein bisschen in den Nebel gehüllt oder in den Regen gehüllt, das Stadion von Warschau, Zentralstadion ist glaube ich nicht. Ich glaube Nationalstadion wird es wahrscheinlich heißen, weil es ist das Stadion ja damals zur EM erbaut. 2004 müsste das gewesen sein, ne? Oder umgebaut. Ich glaube, gebaut war das bestimmt schon vorher. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Jetzt fahren wir hier über den Fluss, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Sind wir schon wieder zu schnell? Warum bin ich hier schon wieder am Rasen? Labern, ganz ruhig. Ich konzentriere mich wieder auf alles andere als Zugfahren. Das ist wieder Profi-Lokführer, ihr kennt das ja. Warum ist eigentlich die AfB aus? Ist die ausgeschaltet? Oder wie auch immer die AfB in Polen heißt. So. Sehr cool. Ich wollte gleich nochmal nachgucken, wie der Fluss in Polen heißt. Ist das ein Nahverkehrszug, den du fährst? Nein, das ist ein reiner Fernverkehrszug. Wir fahren Fernverkehr, und zwar richtigen Fernverkehr. Nicht eine kurze Strecke, sondern wir fahren tatsächlich 2 Stunden 30 etwa, oder 3 Stunden. Von Warschau bis zur Katowice, 200 Höchstgeschwindigkeit nachher. Nächster Bahnhof, wir sind noch gerade am Anfang hier in der Hauptstadt Polens. Nächster Halt ist dann für uns Warschau Hauptbahnhof, der unterirdisch liegt. Ach, cool, ne? So manche Details achtet man beim Fahren nicht drauf. Diese burgenähnliche Konstruktion hier am Bahnhof. Gefällt mir richtig, richtig gut. Wir fahren jetzt in den Untergrund. Und halten dann in Warschau Hauptbahnhof. Oder Warschau Zentral. Ich würde das mal einfach als Hauptbahnhof bezeichnen. So, 60 Einfahrt haben wir. Jetzt einfach rollen und halte dann gleich in Zentral. Wir sind ja ein bisschen, glaube ich, noch zu früh. Einfahrt haben, Ausfahrt haben wir da ein. Ja, wir haben Zeit. 18 nach, wenn wir raus. Gut. Ein bisschen Leistung drin lassen, dass wir die 60 Bahn schon anfangen zu verhalten, dass wir nicht zu sehr in den Bahnhof reinkriechen. So. Ich hoffe, dass man den Zug gut hört. Oh, wir sind schon wieder bei 40. Ja, Lavan, achte doch mal ein bisschen drauf hier. Dass hier die 40 wieder war. Guten Abend, Mr. Lucier. Wir könnten eigentlich mal die Scheibenwischer ausmachen, wenn wir hier im Tunnel sind, ne? Einfahrt Warschau Hauptbahnhof. Wir müssten jetzt auch, also ich weiß nicht, ob in Warschau die Anzeigen funktionieren, in Katowice funktionieren die Anzeigen. Also wir sehen ja auf den Anzeigen tatsächlich auch die Verspätung, das sollten wir noch keiner haben. Und die Zugnummer und wo der hinfährt und so, das ist alles drin. Ein bisschen rollen. Abfahrt haben wir 14 ist jetzt, 15 sollen wir ankommen. Gut. Haben wir einen langen Zug, dann lassen wir ihn mal bis zum Ende ungefähr rollen. Irgendwas anderes fährt hier, glaube ich, gerade auch ein. In den Bahnhof. Ich stelle mich hier mal ab. Türen auf. Hallo NX56. Alter Vater, seit wann gibt's denn hier Gewitter? Gibt Gewitter? Krass. Ja, jetzt Gewitter. So ist gewittert? Oh, das ist ja cool. Da bin ich gleich mal gespannt drauf, wenn wir das sehen. Hatte ich aber auch noch nie. Da freue ich mich gleich auf durch Gewitter fahren. Wie gut muss mein PC sein, dass er Simrail schafft? Oh, der muss schon ein bisschen was können, sage ich mal. Also jetzt sollte nicht die älteste Mühle sein. Die genauen Sichtvoraussetzungen kann ich dir nicht sagen. Findest du auf Steam und überall. Aber das Spiel ist schon grafikintensiv. Ich würde mal sagen, so wie TSW, oder?
Ungefähr. So, wir können auch übrigens über die 3 einfach mal kurz aussteigen und mal kurz im Wascher rumlaufen. Ich wollte mal ganz kurz schauen, ob das hier drauf steht alles. Gliwice. Wir fahren nicht ganz bis Gliwice, das gibt es ja noch nicht in den letzten Abschnitt, aber wir fahren bis Katowice. Sabratzke oder Sabratze oder wie auch immer. Polen. Polnischer Name und ich, ne? Das ist immer genial. Da werden wir nicht mal halten. Katowice ist unser nächstes Ziel. Also. Ja, Sosnowitsch. Gówno. Ach, wir halten gar nicht in Sawicki? Sawicki? Wir halten nur in Gówno? Sosnowitsch, Gówno? Okay. Ich dachte, die halten einen in Sawicki. Das ist Sawicki. Ihr wisst, was ich meine. Dieser Bahnhof, der dann unten da am südlichen Rand der Regionalstrecke von oder der normalen Strecke von Katowice aus liegt. Das coolste Stellwerk, was man spielen kann bisher im Spiel. Schön Drucktaste. DGG TV. Hallo. Natürlich, immer im Stream bekommt ihr auch wieder die perfekte Aussprache vom polnischen Namen, obwohl Gówno habe ich gelernt. Das ist geschrieben Glovni. Heißt aber Gówno. Und was hatte ich noch gelernt? Geschrieben Lazi, also Lazi ist. Oh, wie war denn das? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Oasi? Oasi, glaube ich. Oasi, genau. Das ist. Erkennt man nicht wirklich aus der Schreibweise. Zumindest, wenn man die deutsche Sprache gewohnt ist, vielleicht auch die englische. Dann erkennt man das nicht wirklich aus der Schreibweise, wie man das ausspricht. So, wir haben noch 42 Minuten Aufenthalt. 42 Minuten wäre gut. 42 Sekunden Aufenthalt. Ausfahrt haben wir gerade schon gestellt bekommen. Dann können wir eigentlich schon mal Leistung wieder auf Null legen. Die Bremse gleich langsam lösen. Die ist ja leicht angelegt. Ich meine, wir sind hier auch. Es passt. Minimale E-Bremskraft sollte reichen, um nicht wegzurollen. Wir stehen hier, glaube ich, relativ eben auch im Hauptbahnhof. Das ist nicht wie Stuttgart 21, der so schräg gebaut ist, glaube ich. Aber Stuttgart 21 ist ja auch noch eine Haltestelle. So. Wir lösen aus. Und beschleunigen hoch. Beziehungsweise wären hochbeschleunigt, wenn er uns lassen würde. Ja, jetzt kommt was. Leistung und auf geht's. Türen zu machen wäre noch ganz sinnvoll. Ja, heute überholst du mich aber nicht wieder mit meinem Blockzug. Ja. Komm an. Ich habe jetzt hier Prio. Fernverkehr. Premium-Produkt. Der PKP. Sag ich mal so. PKP, das sind die Premium-Produkte. Der muss überall dran vorbei. Pendel muss vorgelassen werden, egal was passiert. Nein. Alles gut. Ich wollte nur einmal, weil ich gerade die Chance hatte, die gesamte Strecke mal mit dem Pendo abzufahren. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gemacht habe mit dem Stream. Ich bin immer nur so Teil, glaube ich, gefahren. Und ich wollte jetzt mal die gesamte Strecke abfahren. Also wir werden heute auch nur Pendolino wahrscheinlich fahren. Also ich werde genau diese Fahrt zu Ende machen und ich denke mal, dann wird der Stream auch beenden. Das wollte ich einmal zeigen. So, 40 haben wir. Gewitter sehe ich noch nicht, aber vielleicht ist es auch schon leider schon weitergezogen, als wir da gerade im Bahnhof standen. Gucken, ob wir gleich noch ein bisschen Gewitter sehen. Ist das ein Spieler, der uns da gerade vorne verfährt? Sehr schön, Grüße gehen raus. Dann schalten wir nochmal kurz runter auf die 40. Und wir können mal den Scheibenwischer wieder anmachen. Ich denke, es ist 2. Ja, ein bisschen übertrieben, oder? Wir machen mal Stufe 1. Nächste halt ist dann Warschau Zachodnia. Also sozusagen zwei Vorstadtbahnhöfe und den Hauptbahnhof fährt man immer an. Oder Vorstadt ist übertrieben. Also es ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, Hamburg-Altona und Hamburg-Harburg und Hamburg Hauptbahnhof. So würde ich vergleichen. So zwei Bahnhöfe, die so ein bisschen außerhalb liegen, dass nicht der gesamte Fahrgastverkehr über den Hauptbahnhof abgewickelt werden muss.
passt. Einfahrt sollen wir haben um 22. Da müssen wir so ein bisschen. Ich glaube, jetzt lasse ich mir gerade zu viel Zeit. Ach, ich bin gerade auf der Anreise in die Schweiz. Und da bietet sich dein Stream als perfekter Zeitvertreib an. Ja, das geht. Dann viel Spaß in die Schweiz. Muss ich auch mal hin. Ich war noch nie in der Schweiz. Ich muss so viele Länder noch mal hin. Weil ich kann mir da perfekt hinfahren, ne? Ich wollte ja immer mal nach Interlaken fahren. Mit dem ECE. Schön nach Interlaken. Meinetwegen da auch nur eine Nacht übernachten, dann nächsten Tag wieder zurück. Ja, da muss er ein bisschen zugverrückt für sein, aber kann man doch nicht mehr machen. So, 700 Meter, wir können Leistung schon mal rausnehmen. Zack. Und dann rollen wir ganz langsam in den Bahnhof gleich ein. 82, vielleicht sogar ein bisschen schnell. Sehr schnell, wie ich hier gerade anfahre, ne? Ah, jetzt habe ich die Notbremse gezogen. Jetzt ist vorbei, jetzt schaffe ich es eh nicht mehr anzuhalten. Ach, labern, Profi! Ja. Schön. Einmal musste ich ja über das rote Signal knallen. Nee, aber das Problem war, ich habe gerade durchgezogen. Ich wollte eigentlich den, das hätte ich vielleicht noch geschafft, wenn ich normal gebremst hätte, aber dadurch, dass ich durchgezogen habe, brauchte dann ein bisschen, um dann die Bremse auszuklinken, sozusagen. Profi. Bin ich lange dort? Aussteigen, Lok aufrüsten, Lok bespannen und ab nach Mannheim. Ach cool. Stimmt, du hattest mal gesagt, du bei SBB Cargo arbeitest du, ne? Hast du nicht mal gesagt oder verwechsel ich dich gerade? So. Sicky Sick Boy, moin. Heute ärgere ich dich mal nicht. So. Du meinst gestern über die Weichen, aber das fand ich ganz cool. Ich mag so, wenn man so ein bisschen umgeleitet wird, mal ein bisschen andere Fahrwege benutzt. Stört, hat mich ja nicht so sehr gestört. Ich bin ja mal gespannt, was wir noch erleben heute hier auf der Fahrt. Die erste Mal über das rote Signal. Ich wäre jetzt eh schon abgelöst gewesen, aber... Das wäre dann meine Fahrt gewesen jetzt gerade, weil ich den gerade nicht angehalten gekriegt habe. Aber gut, passt schon, ne? So, lässt du mich jetzt? Ja, ich muss ein bisschen die Bremsen auslösen. Dann sollten wir gleich loskommen. Hm, lässt mich immer noch nicht. Sollte vielleicht auch auf Füllen liegen und nicht irgendwie noch angezogen haben. Jetzt müsste ich auch irgendwie in diese Anzeige. Kann man das, glaube ich, man kann das hier umschalten hier. Man kann dann hier, ich glaube, das sind das hier die ganzen Bremsen, die, wo man dann sieht, dass alle Bremsen gelöst sind. Wenn hier noch irgendwas rot ist, dann heißt das, dass irgendeine Bremse angelegt ist. Was ist eigentlich mit deiner Entgleisung gewesen? Meinst du jetzt, welche meinst du jetzt? Es ist schon traurig, wenn man fragen muss, welche er meint, ne? Nee, aber meinst du die, wo ich einen Short zugemacht habe? In Simrail? Das weiß ich bis heute nicht. Warum der Zug da so hängen geblieben ist, wenn du das meinst. David Owe, hallo!
Schon mal hochschalten auf die 100, da ist 120 sogar. Ist auch nicht mehr so lange, haben wir es glaube ich gar nicht, wir sollten noch 200 fahren dürfen. Kommen wir relativ schnell raus auf die Schnellfahrstrecke. Hier fehlen halt nur ein paar Fahrzeuge, so in Warschau. Ne? Das wäre noch ganz schön, wenn hier ein bisschen mehr los ist, aber das klingt mal, kommt dazu, wenn dann Warschau neue Strecken bekommt. Was ich mir durchaus mal vorstellen kann, dass es mal irgendwann Richtung Berlin gibt. Ich rechne noch, dass es so ein paar Jahre dauern wird, aber so zwei, drei Jährchen. Und dann weiter Richtung, zumindest erstmal Richtung Frankfurt oder fahren kann oder vielleicht auch weit direkt bis Berlin. Wie ich sicherlich schon mal erwähnt habe, habe ich sehr hohe Hoffnungen in dieses Spiel. Genau, aus dem Short wurde nicht mal gedeanspawned bist. Ja, ich weiß es auch nicht warum. Das muss ein Bug gewesen sein. Vor allem bei der Entgleisung konnte ich ja ausnahmsweise mal nichts dafür. Ich bin ja ganz normal 100 gefahren. Bahnspieler. Ich bin ganz normal 100 gefahren. Und hab. Bin irgendwie entgleist. Ganz normale Streckengeschwindigkeit und er hat mich rausgeworfen und nicht despawned. Aber das sah ziemlich witzig aus. Bei vorne. Ich weiß nicht, ob man den Shot überhaupt so gesehen hat, so gut. Ich hoffe, ich habe versucht, so mit zu zeigen, weil vorne die gesamte Vorderachse war raus, ne? Also die, der gesamte, also der, die zwei vorderen Achsen, das vordere Drehgestell, das war der Begriff, den ich gesucht habe, das vordere Drehgestell war völlig rausgerissen. Und der zweite Wagen hing ja links auf dem Gleis daneben. Das sah halt relativ realistisch aus für die Entgleisung, was ich schon mal interessant fand, ne? Der zweite Wagen hing daneben, der dritte Wagen war auch, glaube ich, die erste Drehgestell draußen. Und die Lok war halt auch so quer. Sogar realistische Entgleisungen kann SimRail. Realistisch aussehende nachher. Ich glaube, da war gerade. War da gerade ein Wahn? Oder habe ich mich verguckt? Keine Ahnung. Ja, auch ein Spieler. Der Derpy. Ich glaube, der ist vom. Es gibt ja diesen SimRail-Server, wo man sehr coole Leaks kriegt, zum Beispiel. Den habe ich, glaube ich, mal irgendwo reingepostet. Wo ich tatsächlich auch nicht wirklich aktiv bin, aber ich bin so ein stiller Zuschauer, der die ganze Zeit immer wieder reinguckt. Da gab es auch schon die Bilder zur 100, zur 52, BR52. Und zum. Stellwerk, was kommen soll für Katowice Hauptbahnhof. So, es geht so ein bisschen hier über. Ist drüber geleitet, was ich auch sehr gerne mag, diesen Fahrweg hier. Wir haben 2 Minuten Verfrühung. Ich glaube, wir fahren halt immer ein bisschen Verfrühung mit dem Pendolino. Und der Zeitplan ist ein bisschen lasch, aber ist, glaube ich, auch ganz gut. Wenn unterwegs noch was passiert. Ich bin gespannt, wann kommt der erste FTL hier. Ich glaube, Budinsk. Das ist, ich glaube, davor gibt es auch noch einen, aber jetzt nicht. Nee, die beiden sind auch besetzt. In 16 Kilometern. Also die Fahrdienstleiter rund um Warschau, die fehlen noch hier im Spiel. Also die sind da, ist bisher alles KI. Funktioniert alles. Aber menschliche Fahrdienstleiter gibt es ja noch nicht. Und wir haben. Oh. Das war aber auch sehr knapp hier. Jetzt muss ich aber durch, sonst habe ich keine Chance, den runterzukriegen, oder? 400 Meter, 300 Meter ist ein bisschen knapp. Ja, danke, Spiel, danke. Jetzt stehe ich erstmal.
Aber die hätte ich sonst nicht runtergekriegt, da habe ich so viel Schiss gehabt. Das hasse ich an dieser Strecke hier in Warschau manchmal, dass man manchmal hier diese, echt tatsächlich diese Stellen hat, wo einfach das Signal mega später umschmeißt. Aber 400 Meter ist eigentlich nicht normal. Eigentlich ein Kilometer spätestens vorher. Ja, wie, da vorne war das Signal, was rot war. Ich glaube, hätten wir nicht so richtig durchgezogen, wie ich gerade gemacht habe, hätten wir es nicht geschafft, den runterzukriegen. Ja, da wäre schon ganz gut, wenn hier ETCS zum Beispiel mal drin wäre, dass man so ein bisschen Signale vorher sieht. Aber ich muss ja auch mal die polnischen Signale lernen. Ich spiele das Spiel so lange und habe immer noch nicht die genauen Begriffe. Also ein bisschen so kennt man das schon. Aber die genauen Begriffe habe ich immer noch nicht raus. Aber ich denke, das wird hier vorangekündigt werden irgendwie. Ne? Dass man da rot hat. Wahrscheinlich an dem Signal davor. So wie es in Deutschland auch ist. Dass das Signal einfach gelb war und ich nicht darauf geachtet habe. Das war es dann auch, glaube ich, mit den 2 Minuten Verfrühung. Geben wir uns gleich auf die Schnellfahrstrecke. Wenn wir gut durchkommen, dann müssen wir mal die Schnellfahrstrecke draufkommen. Ich glaube, die sind da Seligi. Meine ich. Ach, was ich nachgucken wollte, was ich jetzt vorhin wieder vergessen habe. Kann ich das auf der App auch nachgucken? Muss ich noch hier drin stehen. Weichsel ist das, die durch Warschau fließt. Das ist die Weichsel. Das wollte ich nachgucken. Spieler hier? Jo. Haben wir gleichzeitig rausbeschleunigt. Ich bin nur etwas schneller als er. Als der Jack. Ob man hier die Züge umleiten kann. Also, das wäre ja auch cool, wenn man die zwischen den Regional- und den Fernverkehrsgleisen hier hin und her schieben könnte. Ich glaube, das müsste gehen. Ab und zu sollte es ja hier so eine Überleitstelle geben. Sowas würde mir sehr gefallen, dass wir dann irgendwie, wenn zum Beispiel, stell mal vor, jetzt kommen 2 Züge, einmal ein Pendolino und einmal ein Intercity irgendwie von Warschau raus. Dann schickst du den Intercity so ein bisschen auf die Regio-Gleise links und den hier auf die Fernverkehrsgleise, den Pendolino. Ich glaube, das kann ich mal einen Scheibenwischer ausmachen. Es wird auch dunkel werden während der Fahrt. Also in Katowice werden wir dann auch wieder im Dunkeln ankommen. Gucken, ob wir nochmal richtig Sonne kriegen. Oder ob es hier die ganze Zeit zu trüb bleibt. Dann sollten wir gleich, jetzt kommen wir auf jeden Fall gleich zu dem ersten menschlichen Stellwerk, hätte ich fast gesagt.
zum ersten besetzten Stellwerk. Kommen wir gleich. Von einem Spieler besetzten Stellwerk. Und sind ja mittlerweile auf der Schnellfahrstrecke schon einige. Sagen wir mal, 80-90% der Schnellfahrstrecke ist von Spielern besetzt, wenn sie besetzt sind. Die Schnellfahrstreckenstellwerke sind ja die Anfangsstellwerke meistens, die auch mit die langweiligsten sein können. Gibt da teilweise, wie gesagt, Stellwerke, wo du nur eine Weiche hast oder so. Und, naja, meistens zwei Weichen schon. Weil nicht mal ein Ausweichgleis oder so. Da macht es dann wahrscheinlich eher nur Spaß, wenn du den Nachbar kennst. Wenn du mit dem ein bisschen, falls du das Gegengleis schicken kannst oder sowas. Wir befinden uns noch so ein bisschen in der Vorstadt von Warschau. Wir verlassen jetzt zum Teil Vorstadt, ja, so die Vorstädte würde ich sagen. Genau so die so Industriegebiete und sowas. Ein paar Häuser überall. Einfamilienhäuser, ein paar Gewerbegebiete. Und gleich dürfen wir 200. So, alles gut aus, dass wir da durchgeleitet werden bisher. Gucken wir mal, ob jetzt. Jo. 14 Kilometer, jetzt geht es durch das erste Stellwerk. Gucken, wo er ist. Da kann ich begrüßen. Was ist ein Spieler? Keine Ahnung. Ich wollte gucken, wo der FDL hier überhaupt sitzt. Ist. 651 Meter. Ich glaube, wir kommen näher, ne? Der muss hier gleich noch sein, 400 Meter. Das ist auch einer der schönsten Bahnhöfe hier von Stuttgart, finde ich. Die Gebäude links. Ja, schick. Und gleich dürfen wir 200. Ja, der erste sein, genau. Es sind immer zwei Pendolinos tatsächlich im Fahrplan hintereinander. Und wir sind, denke ich, der erste, der Richtung Katowice fährt. Oder weiter dann Richtung Kliwice. Und kurz und folgend, kurz hinter uns folgend, sollte dann ein Pendolino kommen, der Richtung Krakau fährt. Der dann vorher abbiegt. Bei Spari. Gut, dass ich das mittlerweile so gut kenne. Geil, dass so viel von Simrail kommt. Ja, sehr gerne. Ich habe auch gerade wieder mega Bock auf das Spiel. Achso, stell den Tempomat mal einen höher, dann fährst du richtig. Ja, ein km/h höher können wir noch machen. Ne? Nee, der ist auf 160. Der bleibt nur ein bisschen drunter. Was ich auch ganz gut finde. Ich meine, der Fahrplan ist eher entspannt. Wir haben 3 Minuten Verfrühung jetzt. Das ist in Ordnung. Ach du, oder meintest du jetzt wegen den 200? Jetzt müsst ihr auf jeden Fall mal hochdrehen. Auf die 200. Wo haben wir ihn jetzt? 215 ist zu viel. 200, da haben wir ihn. Und gib ihn. Wir fahren, sagen wir mal, einen größeren Abschnitt, jetzt mal 200 und dann zwischendurch immer wieder mal 160. Meistens dann durch irgendwelche Stellwerke. Ich glaube sogar einen, sogar 120. Und dann kurz vor Savezzi müssen wir dann gleich, müssen wir dann glaube ich nochmal, dürfen wir dann glaube ich nochmal 200. Mittlerweile ja auch relativ viel Verkehr auf der Schnellfahrstrecke. Das fand ich auch ganz cool finde. Ich bin vorhin bin ja auch so ein bisschen gefahren, noch so 20 Minuten oder sowas. Und da bin ich die 186 vor einem Personenzug gefahren, was ich eine sehr coole Fahrt finde. Ich glaube, es soll aber erstmal eine Überführungsfahrt darstellen, weil der nirgendwo hielt und so. Wird wieder gewesen sein, oder? Ein unbesetzter Pendolino. Außergewöhnlich um die Uhrzeit. Normalerweise sind die Pendolinos immer die ersten, die wechselt. Ich mache auf 202, so fährt er nur 198. Ja, dann fahre ich halt, fahren wir genau 200 Strich, ist in Ordnung. 201, 202. Fahren wir Strich 200? Mal gucken.
ich 200. Koritov sollte auch spielerbesetzt sein, wenn da jemand ist. Genau. Oder jetzt nicht mehr. War vorhin auf jeden Fall jemand. Ist auf jeden Fall spielerbesetzbar. Seligi. Ist auch kein Spieler. Mann, warum sind die Dinos alle nicht besetzt? Außergewöhnlich. Gut, es gibt viele, die auf der Schnellfahrstrecke dann rausgehen, weil das halt wirklich ein bisschen langatmig ist hier, das 1200 Gefahre, wenn vorher nichts passiert. Und 201. Dann müssen wir ein bisschen runter gehen. 201 meckert er auch nicht. 199. Perfekt. Oder 100, noch mal 201 hat man, ne? 201, dann hält das. Also gut. So. Guck mal eben, ob es hier auf der Map schon irgendwie irgendwas anbahnt, dass wir irgendwie nachher Probleme kriegen könnten. Aber bisher sieht alles gut aus, glaube ich. Ja. Da ist, glaube ich, gerade ein Spieler despawned. Ist hier gerade ein Spieler? Ich habe gerade nur gesehen, wie so ein Icon weg war. Oder ist der Zug? Ach, der Zug ist wahrscheinlich von der Map verschwunden. Ich habe nur so ein Icon gesehen und pupp, weg war es. Aber wahrscheinlich von der Map verschwunden, weil er dann raus aus der Map gefahren ist. Ungefähr. Sieht alles gut aus. Ich kann ja mal gucken, wer hinter uns den Pendolino fährt. Der ist noch unbesetzt. Also wenn jemand hinter mir... Nee, Quatsch, ist er doch nicht. Welcher ist denn das? Der ist das. Nee, welcher ist denn das? Möchtest du Krakow? Nee, der ist nicht unbesetzt. Alles gut, leider doch nicht. 1345, das ist der Pendo, der dann hinter mir herfährt Richtung Krakau. 1345, ja, ja. 25 Kilometer entfernt. Ich kenne den Fahrplan von Warschau nach Katowice mittlerweile sehr gut. Aber das hat so an sich, wenn man ein Spiel relativ viel spielt. Ich vermute, ich werde bald, ich weiß nicht genau, wann bald ist, hoffentlich wirklich schnell bald, dann auch den Fahrplan zwischen Görlitz und Dresden relativ gut kennen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich dann ein bisschen wechsle, ne? Weil Görlitz Dresden ist halt cool, weil es deutsche Strecke ist, werde ich sehr viel spielen, aber es ist halt sehr viel nur Nahverkehr und Güterverkehr. Und wenn ich ja mal hier Schnellzug fahren will, dann habe ich ja notfalls immer noch diese Strecke, wo ich mal richtig durchrattern kann über Schnellfahrstrecke. Bis dann irgendwann mal eine deutsche Schnellfahrstrecke kommt. Aber man muss sagen, echt, das ist mir wirklich irgendwie, ich spiele deutlich weniger TSW. Also, deswegen kommen halt auch so wenig TSW-Videos. Ich habe jetzt nochmal zwei aufgenommen. Aber ich spiele gerade sehr viel Simrail. Ja, was habe ich noch gespielt? Eigentlich der Zugsimulator. Mein Hauptzugsimulator ist gerade Simrail. Und Zusi halt. Zusi spiele ich noch relativ viel. Also Zusi und Simrail und eigentlich dann verdrängt das gerade so ein bisschen TSW bei mir. Ich habe auch die Niederlassbahn, glaube ich. Ich bin ja mit Junkie einmal durchgefahren und dann kaum noch gefahren. Köln-Mainz bin ich relativ. Nee, nicht Köln-Mainz. Mainz-Koblenz bin ich relativ viel gefahren. Mit Videos. Ich habe mich vor ein paar Tagen auch mal so ein bisschen dran probiert, an dem Fahrplan in Zusi. Nicht so leicht. Nur so einen kurzen. Aber. Es macht schon Spaß, um Fahrplan zu entwickeln. Das muss ich wirklich sagen. Es ist nicht so leicht. Also, wenn man einfach nur Zug von A nach B schicken kann, ist es nicht so schwer, dazu sich das einzustellen. Aber wenn man jetzt wirklich einen Fahrplan bauen möchte, dann muss man schon ein bisschen Ahnung von der Materie haben, tatsächlich. Und ein bisschen verstehen, wie das Ganze funktioniert. Also. Erstens, wie so ein bisschen Eisenbahn funktioniert und zweitens, wie so ein bisschen generell die Fahrplanbau in Zusi funktioniert. Ist nicht ganz so leicht, aber ich fuchse mich gerade so ein bisschen daran.
Wurde ich heute auch im Kommentar gefragt. Ah, warum muss man die Strecken alle einzeln kaufen? Nein, bei Zusi muss man die Strecken nicht alle einzeln kaufen. Ich finde es auch super cool, wie Zusi aufgebaut ist. Also, das ist ja immer in so Abschnitte aufgebaut. Also, du hast ja nicht so eine ganze Strecke. Zum Beispiel jetzt hier. Das ist hier so bei 100%. Bei TSW ist ja eine Strecke und dann Ende. Der legt diese Strecke rein. Und bei Zusi hast du halt immer diese Abschnitte, die reingeladen werden, ne? Und hast du bei TSW ja teilweise auch. Die werden ja auch rein und rausgeladen, das passt schon. Aber es ist halt nicht so eine abgeschlossene Strecke, sondern du kannst sozusagen im Fahrplanmodus sagen, ich baue jetzt, also solange es geografisch an derselben Stelle ist, wir setzen diese ganzen Teile hintereinander. Also wir nehmen jetzt, ich kann nicht am besten beschreiben, Hamburg und dann geht es immer weiter. Und dann immer in so kleinen Abschnitten bis Celle. Dass jeder Abschnitt, jedes Stellwerk oder jeder Bereich ist so ein einzelner Abschnitt. Was zum Beispiel auch möglich ist dadurch, muss halt geografisch an derselben Stelle sein. Wir haben ja das Video gehabt, wo Fahrplan von Luke gefahren sind. Und dort sind wir ja tatsächlich in eine 50er-Jahre-Strecke reingefahren. Das hat natürlich nur funktioniert, weil die Strecke immer noch an derselben Stelle liegt wie in den 50er-Jahren. Da hatten wir, ein Abschnitt war noch 2010 oder sowas oder noch neuer. Und der nächste Abschnitt war 1950. Und das ging. Zusi hat das gemacht, weil die Schienen ja geografisch immer noch an derselben Stelle liegen. Deswegen konnte man die hintereinander bauen, miteinander kombinieren im Fahrplan. Was natürlich dadurch möglich ist, dass du in verschiedenen Epochen Bahnhöfe baust. Also du kannst zum Beispiel sagen, ich baue jetzt erstmal den Bahnhof für 1990 und baue denselben Bahnhof noch für 2010 und dann kann sich jeder Fahrplanersteller aussehen, nehme ich jetzt den Bahnhof von 1990 in meinen Fahrplan oder den Bahnhof von 2010. Du kannst jedes Element nochmal bauen, was super cool ist. Also so vermute ich, dass es funktioniert. Ja, mal gespannt, wie das dann mit dem Editor hier dem Spiel läuft. Also, wenn der mal kommt, der Editor in SimRail wird, glaube ich, noch länger brauchen. Ich glaube, da kommen dann vorher noch weitere Strecken. Oh, was? Ich habe auch überlegt, ob es sein kann, dass dann sozusagen, wenn das Spiel aus der Early Access rausgeht, was aber noch ein Jahr dauern wird, denke ich, vielleicht sogar länger, vielleicht sogar anderthalb oder so was, ob dann erst die ganzen neuen Strecken dazu kommen. Und dann sagt so. Spiel aus der Early Access raus, die Polstrecke ist perfekt und jetzt bringen wir euch noch dazu die deutsche und die US-Strecke. Ich vermute aber, dass die Strecken noch ein bisschen vorher kommen. Schon noch, vielleicht noch in der Early Access-Phase. Und. Ja, sicher bin ich. Ich denke, der Editor kommt dann erst, wenn das Spiel aus der Early Access-Phase rausgeht. Ja, da bin ich wirklich gespannt, was man mit dem Editor alles macht. Wie gut der ist. Wie kompliziert der vor allem ist, ne? Der relativ einsteigerfreundlich ist. Oder nicht? Aber ich glaube, bei SimRail. Ich überlege echt, ob ich dann mal wirklich. Also, weil dann könnte man ja direkt mit einsteigen, sozusagen beim Start des Editors, möchte man so sagen. Direkt von Anfang an, dass es den Editor gibt. Wenn wir dann mal eine eigene Strecke zusammenbasteln. Muss ich halt überlegen, ob ich eine fiktive nehme oder nicht. Wahrscheinlich würde ich mit einer fiktiven anfangen. Super City nachbauen. Das Transportführerprojekt. Ah, das wäre schon cool. Übrigens, guck mal. Wir müssen durchziehen. Ja, das ist das Problem, dass man hier diesen Zug so schnell nicht runterkriegt wahrscheinlich. Aber ich habe, glaube ich, relativ schnell reagiert, oder? Ah, jetzt war einfach nur... Er hat mich wieder getrollt hier. Jetzt stehen wir aber wieder. Aber ich konnte... Ich weiß nicht, ob wir hier die anderen bremsen können. Was möglich gewesen wäre. Aber in dem Spiel bremse ich irgendwie immer Panik. Aber von 200 da runter zu kommen... nicht so leicht. Ich muss gleich mal gucken, ob ein Zug vor uns fährt. Dann würde ich nämlich generell meine Geschwindigkeit ein bisschen anpassen. Und hier nicht 200 kacheln.
Vielleicht sollte ich auch so ein bisschen mehr auf die Signale gucken. Könnte helfen. Rot-Grün-Schwäche kickt zwar ein bisschen, aber ein bisschen kann ich ja vielleicht schon erkennen. Ob das jetzt rot oder grün. Quatsch, oder gelb oder grün. Gerade vor mir ist das ja das Problem. Rot und grün kann ich eigentlich unterscheiden. Es sei denn, ich spiele die S-Bahn Hamburg. Aber gelb und grün wird dann vielleicht wieder interessant. So. Jetzt sollte es aber weitergehen für uns. Der rollt nämlich schon wieder. Wenn er rollt, ist ein gutes Zeichen. Das heißt, die Bremsen sind gelöst. Und wir können los. Jetzt gucke ich mal, wo der andere ist. Der 1345. Ja, der sollte jetzt vielleicht näher kommen durch mein Bremsmanöver gerade. Ich gucke jetzt mal, was war denn jetzt eigentlich vor uns, dass er uns runtergebremst hat hier? Nichts, ne? Daran, dass wir ein bisschen zu früh sind, eventuell, dass er deswegen noch nicht mit uns rechnet, die KI zumindest. Jetzt kommen wir gleich noch wieder an. Ich glaube, jetzt kommen die ganzen Spielerstellwerke. Also, ab jetzt sind wir fast nur ein Spieler. Also, Strazilki, ich glaube noch nicht. Auf jeden Fall Itzikowice, das ist schon ein Spielerstellwerk. Und dann sind fast danach nur noch Spielerstellwerke, glaube ich. Das Katowice durch. Das soll nicht heißen, dass du nicht auch ein Spielerstellwerk mal vergisst, uns die Fahrstraße zu stellen. Habe ich auch schon mal geschafft, wenn ich für mich gespielt habe. Aber da ist es wahrscheinlicher, dass da nicht so Manöver passieren wie gerade. Ich glaube dann, Zirkowice können wir noch 200 fahren. Ich glaube bei Okotsno, Polutni kann ich besser aussprechen, bei Polutni, da. Hier unten, 22.13. Da kann ich mir vorstellen, dass wir da runter auf 160 müssen. Na, da ist es doch nicht so, dass wir auf 160. Da kommen dann auch die anderen Strecken dazu. Da haben wir vielleicht oder den einen oder anderen Zug mal vor uns oder hinter uns. Dem. Guck mal generell, was hier so vor uns fährt. Da fährt noch ein Güterzug. Gucken, ob wir dem nachher noch auflaufen. Das kann sein. Also ein bisschen Abstand, ne? Also hinter Itzikowice, hinter Polutni ist der, aber der fährt halt nur 90, ne? Mal gucken, ob wir den noch. Ah, den könnten wir sogar noch vielleicht sogar erreichen. Ich würde die Chance jetzt nochmal kurz nutzen, bevor wir bei den Spielerstellwerken sind, dass ich hier mal ganz kurz hier den Bot übernehmen lasse und eine Minute weg bin. Ich weiß, ein Lokführer macht das normalerweise vorher, aber ich muss nur mal ganz so auf Toilette. Bin gleich wieder da. Wir lassen ihn einfach mit dem Bot noch ein bisschen fahren.
So, da bin ich auch schon wieder. Ich bin eben wieder. Und weiter geht's. Das ist halt wirklich, das finde ich wirklich cool, dass es drin haben, dass man den Bot kurz übernehmen lassen kann. Fällt mir richtig, richtig gut. Vor allem beim Spiel, wo du einfach mal 3 Stunden durchfährst. Natürlich hätte ich jetzt sagen können, warten können, bis ich am menschlichen Stellwerk bin und sagen können, nimmst du mich mal kurz auf die Seite. Bei Güterzügen mache ich das eher, bei Pendolinos oder bei diesem Fernverkehr finde ich das irgendwie ein bisschen unrealistisch, dass du dann nicht auf die Seite nehmen lässt. Bei Güterzügen mache ich das häufiger. Und dann kommt es auf die Minute auch nicht drauf an. Bei Loküberführungen oder was auch immer. So, ich kann dann nochmal ganz kurz die Map mir anschauen, ob hier was Interessantes passiert. Jetzt noch 24 Kilometer bis Zikowice. Ist, glaube ich, mit der längste Abschnitt, den wir jetzt hier haben. Also hier ist mal wieder so ein Stellwerk oder so eine... Obwohl, hier ist ja noch mehr als die Gleisbeförderung. Hier kann man auch überholen. Zug überholen lassen, scheinbar. Kann man nicht nur vom einen Gleis auf das andere wechseln. Aber ein paar Züge überholen lassen, was auch schon mal ganz gut ist. Und dieser Abschnitt nach Zikowice dürfte der zweitlangste Abschnitt ohne Stellwerk sein. Nur mit Selbstblocksignalen. Der längste ist, glaube ich, tatsächlich zwischen kurz vor Katowice, kurz vor Gora. So, von Gora raus. Ich bin Warschau. Ist es noch ein bisschen aufgeklärt. Ne? Das Einzige, was wir noch machen können, seht ihr diese Streifen da auf den Scheiben? Wir machen das mal ein bisschen sauber hier. Ich nehme ein bisschen Scheibenwischwasser. Ein bisschen hier an. Scheibenwischwasser drauf. Stelle einschalten hier. So, dann machen wir die Scheibe einmal kurz sauber. Die reichen aus. Wo so viel hat es wirklich nicht gebracht, ne? Na, keine Ahnung. Vielleicht muss man das länger machen. Auf jeden Fall. Es wird langsam Abend, aber es ist nur noch bewölkt. Ich denke mal, wenn wir die Schnellfahrstrecke verlassen, ist du. Vermutlich. Sicher bin ich mir nicht. Ich denke, also Katowice, wir sind ja um. Also offiziell Katowice. Das sieht man leider nicht hier im Fahrplan. Man kann diesen Fahrplan leider nicht so lange aufrufen, was ich ein bisschen schade finde. Dass man den nicht bis zum Ende aufrufen kann. Das wäre ganz cool. Durchscrollen kann, ne? Dass hier diese nächsten drei Halt oder nächsten drei Durchfahrpunkte sind keine Halte. Ich bin nicht ganz genau, um zu sehen, wann ich dann in Katowice tatsächlich bin. Oder in Sarozzi durchfahre. Wo ich immer noch interessant finde, dass der Pendolino da nicht hält. Die halten da alle, aber wie gesagt, kann auch sein, dass ich mich geirrt habe. Mal gespannt. Warte mal, ich kann euch gleich mal die Map auch mal aufrufen. Wir kappen jetzt erstmal. Warte. Wo sind wir denn? Da sind wir.
mache ich mal ganz kurz noch die Map auf, dass wir kurz mal sehen, was hier so abgeht. Na. Also hier ist, sind wir. Da sind wir hier oben. Mal gucken, ob das hier meckert. Nee, tut es. Ja, jetzt gerade. Ich habe mir jetzt was gedacht. So, also hier sind wir hier oben. Und hier vorne den Güterzug hatte ich überlegt. Nee, Quatsch, wo ist er denn? Was wäre das? Irgendwo war ein Güterzug. Oder kann er das auch schon weiter? Ja, da unten. Dass der uns Probleme eventuell bereitet. Ich glaube, der ist weg bis da, ne? Der biegt, glaube ich, hier unten ab. Ja, mal gucken. Mal gucken. Sonst sieht alles noch gut aus. Freie Bahn. Freie Fahrt für freie Pendolinos. Oder so ähnlich. Es ist ja auch, was ich auch sehr interessant fand. Es wurde ja in so einer Grafik gezeigt, dass in drei Ländern Strecken gebaut werden. Dabei ist Deutschland, USA war klar, Österreich ist auch dabei. Und da freue ich mich sehr drauf auf die österreichische Strecke. Also es wäre natürlich cool, wenn es irgendwie so eine Bergbahn wäre. Also wenn es nicht so eine Bergbahn, also so eine Hauptverkehrs-, eine Hauptstrecke schon, die aber schön so ein bisschen durch die Berge geht. Das ist natürlich im Multiplayer wird das interessant, wenn dann Leute da die Berge hoch müssen und dann dauernd an den Bergen hängen bleiben und dann musst du dir überlegen, wie du das machst. Sehr cool wäre auch eine Hauptstrecke, die teilweise eingleisig den Berg hochgeht. Mit aber viel Verkehr. Aber dann eingleisig den Berg hoch. Das fände ich interessant. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was auch Österreich mit SimRail zu bieten hat dann. Also das sind die drei Länder, bei denen was in der Entwicklung ist. Laut den Entwicklern, wir dürfen uns nur 160. E da reinbremsen. Maximale E-Bremskraft. Kriegen wir das hin mit E? Auf die 160 runter. Dann stellen wir gleich dann die AFB da auch noch zu ein. Da wird sogar auf 120. Ich wusste, dass wir irgendwie den Stellwerk dann auf 120 runter müssen. Dann lassen wir das direkt mit drin. Auf die 120 direkt runter. Ein bisschen vorausschauend fahren, wenn ich das irgendwie sonst gar nicht kann. Zum Beispiel bei den Signalen vorhin. Mein First Shuttle, zentral dich freie Fahrt. Verstanden, danke. Wir gehen fahren, wir schalten hier auf 120 runter. Na komm. Perfekt. Und durch. Zikowitze. Hier, ich werde hier halten überhaupt Züge, können die Züge halten? Hat der Bahnsteig? Ich glaube nicht. Nee, hier ist kein Bahnsteig. Würde mich wundern. Auf jeden Fall hier oben jemand drin. Guck mal, ob der noch immer da ist. Jo. Soll er sich gegrüßt fühlen? Und dann gleich auf die 160 wieder hoch.
ist hier auch wenig Zugverkehr auf dieser, was wir bisher gesehen haben, aber der kommt gleich. Das ist eigentlich immer ein schlechtes Zeichen, weil sich dann irgendwo ein Knäuel bildet, aber zumindest auf der Map habe ich vorhin keins gesehen. Vielleicht auch ein gutes Zeichen. Ich mag ja, wenn ein bisschen Action hier drin ist. So, dann ein bisschen noch warten. Jetzt 160, genau. Einmal wieder hoch. Sonst aber alle Züge noch relativ weit entfernt. Kann ja mal nochmal mir die Distanz zum Güterzug angucken. Wo ist der mittlerweile? Oder? Ja, da unten. Wir nähern uns an. Ah, mal gucken, es könnte knapp werden. Mal gucken, mal. Ist da sonst noch was vor uns? Das Gegen. Ne, der fährt auch noch in die Richtung. Ja. Okay, wir haben gleich einen 140er vor uns. So wie das aussieht. Der fährt Gegenrichtung, oder? Die blaue Eminenz, also der Spieler heißt so, in seinem Intercity, wird uns eventuell gleich ein bisschen zeigen. Hier sind wir. Hier ist er. Ach komm, Klappe. So. Da ist er. Und er fährt, glaube ich, Gegenrichtung. Er fährt Gegenrichtung, okay. Also der wird eventuell dann gleich... wenn wir nur noch 140 fahren können. Aber wir haben ja ein bisschen Verfrühung, alles gut, alles in Ordnung. Alles auf dem Fahrplan. Auch wann es hier dunkel wird. 24.06. Ja gut, das ist schon ziemlich der längste Tag des Jahres. Da kann es schon 23 Uhr dunkel werden, ne? Erst um 23 Uhr dunkel werden. Aber, mal gucken. Auch kein Spieler? Doch, weil er hat noch nicht gegrüßt. Ich habe auch ein bisschen spät gegrüßt. Oder es ist ganz oft, wie ich das ganz oft in Spielen habe. Da kommt mir jemand entgegen und ich bin gerade irgendwo anders beschäftigt oder achte nicht 100%ig drauf und dann so, ah, ich muss zurückgrüßen. So, verdammt, hab vergessen zu grüßen. Ist jetzt auch kein Weltuntergang, aber trotzdem, ich finde das irgendwie ganz cool. Weißt du schon mal, die Dampflok und die SN57 rauskommen? Nö, keine Information zu. Aber die sind ja relativ weit. Ja, so. Wer war das? Was er gerade hinkam? Der Firefighter. Mit seinem Pendo. Jetzt geht's hier durchs nächste Stellwerk durch. Und weiter Richtung Pilowitsch. Das heißt nicht Pilowitsch, das heißt Pilchowitsch wahrscheinlich. Aber es wird wahrscheinlich auf Polnisch heißt was ganz anderes. Es wird nicht so ausgesprochen, wie ich das jetzt gerade. Das war jetzt mal der deutsche Redensart. Sicky Sicky Boy, das war ich. Moment, was du das? Hab mich verguckt. Bist du Firefighter? Nee, oder? Wie heißt man denn gleich nochmal hier im Spiel?
heißt auch so ähnlich. Bist du gestern Firefighter? Okay. Ich hab's mir nicht gemerkt. Der hintere, ne? Warst du wahrscheinlich, der hier auch mit Alarm gegrüßt hat. Oder mit Licht und so weiter. So. Abstand haben wir noch zu den anderen Zügen. Alles gut. Wir sollten nur mal so ein bisschen darauf achten, dass wir eventuell gleich mal ausgebremst werden. Wenn ich gleich merke, dass der Abstand noch geringer wird, werde ich vielleicht auf 140 runtergehen, dass wir ganz smooth durchgleiten. So. Ich hab mal daran gedacht, hier auch richtig das Makrofon zu benutzen. Das muss man an diesen Tafeln, wo dieser LKW drauf ist, unter anderem da gerade rechts. Falls man aber dann vorbeikommt, zeige ich die nochmal. Nur meistens übersehe ich die oder ignoriere die oder sonst was. Hier für diesen Bahnübergang war das tatsächlich. Jetzt kommen, wie gesagt, auch gleich die anderen Strecken dazu. Ich glaube, in Polutnik kam schon eine weitere Strecke zu unserer Strecke hinzu. Bitte schon auch mal. In Polnik gehen dann einige Strecken wieder ab. Das finde ich ja auch ganz cool, dass diese Schnellfahrstrecke nicht so ganz isoliert ist, sondern dass man immer wieder so ein paar Zufahrten, so ein paar Abfahrten hat, wo ein paar Züge wieder draufgefädelt werden und wieder ausgefädelt werden. Schön wäre, wenn man dann die auch draufgefädelten und ausgefädelten Züge dann noch ein bisschen weiterfahren könnte, als nur diese Strecke hier. Aber vielleicht kommt das ja noch. Wir nennen hier jetzt Pilicovic. Wahrscheinlich auch wieder ein Spieler sitzen. Wohl nicht, gar nicht mal. Hätte ich jetzt gedacht, dass wir vielleicht auch anders sitzen. Normalerweise, ich glaube, das kann man auf jeden Fall auch besetzen. Das ist, glaube ich, KI. Moment. Ja, das ist KI. Ist auch so ein Level 1 Stellwerk, wo wahrscheinlich nur eine Möglichkeit gibt, von einer Richtung zur nächsten zu wechseln. Polnik müssten wir dann wieder 200 fahren dürfen, glaube ich. Davor war es Swari. Ich schätze, irgendwo da können wir auf jeden Fall wieder 200 fahren. Dann kommt schon Gora. Aber das sieht alles so schnell aus, man sieht ja die Halbabstände. Wir sind um Gora, sind wir erst um 58 oder so. Also sind nochmal 40 Minuten, bis wir in Gora sind. 40.
nutzt man dann schnell mal diese Schnellverstrecke, weil da fehlen so aussieht, wenn so zwei, drei Stellwerke. Das wird schon da. Aber sehr witzig hatten wir tatsächlich nicht. Jetzt sehen wir schon. Jetzt sehen wir nicht. Kann so sein, dass alle Pendulinos da nicht halten. Ja, ich bin ja da, ich bin ja da. Wieder Nullstellungszwang wieder hochschalten, damit wir 160 wieder haben gleich. Da steht ein Güterzug. Ist auch ein Lokführer. Vielleicht hat er gerade eine Zwangsel gekriegt. Aber ich darf nicht über Leute meckern, die Zwangsel kriegen oder. Ich krieg so oft Zwangsen. Man hat mich auch bestimmt. Ich habe auch schon gehabt, wo ich dann stand. Ach, schön peinlich. Jetzt hast du genau hier eine Zwangsen gekriegt, wenn der andere Zug dir entgegenkommt. Schön. Weil du wieder irgendwas anderes nebenbei gemacht hast und es schnell genug bei den Sicherheitssystemen warst. Kurz die Map an, was das von den Abständen so sagt. Ja, wir nähern uns. Ich zeige euch das auch noch mal kurz. So, also, wir sind hier. Da sind wir. Das ist der Zug vor uns. Das ist der Zug davor, ist hier, genau. Das könnte also noch mal interessant werden, weil der, da werden wir vermutlich beide auffahren nachher. So wie das aussieht. Das ist eigentlich ganz cool damit, dass man das schon ein bisschen voraussehen kann. Was so passiert. Nimmt natürlich auch so ein bisschen den Faktor weg. Der Überraschung, ne? Den ich eigentlich auch ganz gerne mag, aber ich weiß nicht. Aber dann kann man sich ein bisschen schon mal darauf einstellen, dass man eventuell gleich mal runtergebremst wird oder so. Oder der nächste FDL macht was Interessantes. Schauen wir mal. Aber wahrscheinlich da ist so viel Gegenverkehr. Ich denke nicht, dass da irgendwie Gegengleis fahren kann oder so. Ich hatte vor kurzem mal eine richtig coole Überholung. Da war ich fast schon ein bisschen stolz auf mich. Da haben wir, das war aber auch mit Nachbarstellwerk. Da bin ich, was habe ich denn da gespielt? Spari, glaube ich. Spari. Und Knaprova und Polnik. Genau. Dann haben wir überholen lassen, einen Pendolino und einen IC. Da war nichts frei. Von Spari bis Polnok. Und der war genau in Polnok, genau in Kaplova war der die Überholung. Der hätte gerne mit dem FDL geschaut. Also ich habe den eingeleitet und die wurden und bis Polnik vor, den haben wir zu dritt dann abgesprochen sozusagen. Also ich habe mit Kaplova und der dann mit Polnik und dann haben wir gesagt, so zu dritt haben abgesprochen, ja, der Pendo bleibt auf dem, genau, der andere. Was gemacht? Genau, den Intercity hatten wir aufs Gegengleis geschickt und den Pendel durchgeschickt, damit der gar nicht bremsen muss. Und der hat dann bei Knapowka, wie auch immer, auf jeden Fall diesen Ort hier, dann schön den Pendelino überholt. Andersrum. Der Pendel hat den IC überholt. Wenn sowas funktioniert, das ist das coolste Gefühl im Stellwerk. Wenn du das genau richtig timest. Ich hatte es nicht genau richtig getimt, sonst hätten wir nicht mit Polnik durchschicken können, aber es hat ja zum Glück geklappt. Ich dachte eigentlich, dass die zwischen Spari und Knaprova schon überholen können. Knaprova, ja. Aber so Dinge machen echt Spaß. Also das ist auch einer meiner Liebsten. Fliegende Überholung zu organisieren, das ist das Coolste, was du im Stellwerk machen kannst. Muss natürlich immer darauf passen, dass du den Gegenverkehr wieder ausbremst. Aber wenn das mal funktioniert, dann ist es mega cool.
ich rechne jetzt jederzeit damit, dass wir gleich mal gucken auf das Ausfahrsignal von Old Samovic eventuell noch auf Rot steht. Das können wir vorstellen. Ich werde da schon mal ein bisschen Leistung rausnehmen. Mal gucken, was hier gleich passiert. Also Einfahrsignal wird wahrscheinlich auf Fahrt stehen, denke ich mal. Mal gucken. Aber das Ausfahrsignal könnte halt auf Rot stehen. Und da ich nicht heute zweimal über ein rotes Signal kacheln möchte, bereite ich mich jetzt ein bisschen geistig schon drauf vor. Schon Zug bin ich vorhin gefahren hier. Mit der 186 und den Personenwagen dahinter. Naja, Durchfahrt ist gegeben. Wir können durchfahren. Sehr schön. Signal stinkt. Ich glaube, ich habe den FDR jetzt gar nicht begrüßt, aber gut. Hey, jetzt sitzt doch da hinten rechts sitzt er. Ich kann mir das nie merken, wo wer welcher FDR sitzt. Der lief herum, hat ihn gesehen. Seinem Stellwerk. Ja, das bin ich richtig. 4XE. Ach nee, das ist Pendo 28. Ja, ja, ja. Das war einfach noch von davor. Die PX-Überführungsfahrt. Genau, das ist eine Überführungsfahrt. Genau, das ist kein regulärer Dienst, sondern der wird überführt. Die Wagen werden überführt. Aber ich finde es trotzdem cool, schön mit Personenwagen zu fahren, die 186. Da sind schon interessante Fahrten hier im Fahrplan dabei. Und ich stelle mir, hat wir gestern schon das Thema, wenn die Dampflok reinkommt, dann denke ich mal, weiß ich schon, welche die beliebtesten Fahrten werden, wenn hier ab und zu mal eine Dampflok überfährt. Ich glaube nicht, dass auf der Schnellfahrstrecke eine Dampflok überfährt. Da muss man schon echt, ich könnte ganz was ausbremsen. Ich denke mal, vielleicht Richtung Katowice bis Savozny oder so. Oder hinten über die, nee, wahrscheinlich eher über die Regionalstrecke, ne? Kann mir auch vorstellen. Also dann hinten raus. Ich zeig mal ganz kurz, warte. Guckt noch einmal, ob das nächste Signal grün ist. Ist es? Dann kann ich ganz kurz zeigen, was ich meine. Und zwar hier. Auf der Strecke hier unten. Kann ich mir vorstellen, dass dann der Dampflok 14-14-1 für Wolossowa. 14-14-1 für dich. Sehr schön. Auf jeden Fall kann ich mir da unten vorstellen, dass da der Block später fährt. Wir sind nämlich über eine vierstellige Nummer. Pendolinos haben wir vierstellige Nummern. Jetzt ist 14-14-1 für Wolossowa Poldog. Ja, Bus, wollte mich nochmal bei dir anmelden. Ich hatte keinen planmäßigen Aufenthalt in Osamovic, deswegen komme ich deutlich zu früh bei dir rein. Was, dass du Bescheid weißt? Na, alles gut, Bub. Bloß, dass du plötzlich für mich frei hast. So, das ist der Zug vor uns. Dem, weswegen ich schon die ganze Zeit damit rechne, dass alles hier, gut, bis gleich. Dass hier eventuell rotes Signal auftaucht gleich. Aber wenn der Güterzug rechts auf der Seite geht und der andere, der Intercity vor uns, wird wahrscheinlich da halten, sogar in Pollnock, meine ich. Werden wir wohl dann genau zwischendurch fahren können. Läuft echt wie gerade am Schnürchen.
ist ja auch eigentlich ganz gut, wirklich gut über die Schnellfahrstrecke gekommen, ne? Ist nicht immer so. Es gibt doch mal Situationen, wo dann hier schon manchmal ausgebremst wird. Ich bin mal gespannt, ob wir wirklich pünktlich ankommen. Ich meine, ich habe schon mal 10 Minuten, glaube ich, rausgeholt oder so oder mehr. Allein von Savozny bis nach Katowice. War ich 10 Minuten zu spät in Savozny, aber da habe ich da gehalten, bin ziemlich sicher. Und dann in Katowice war ich pünktlich. Also es gibt wohl scheinbar auch Pendolinos, die dann hochfahren, die da halten. Vielleicht fahren die, halten die 2-Stunden-Tag in Savozny, keine Ahnung. Oder war noch der alte Fahrplan. Ist doch schon etwas länger her. Also wenn hier das erste rote Signal auftaucht, dann gehe ich aus der Leistung raus. Aus den Rollen. ...40 sollen wir doch erst durchfahren, ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit haben wir noch, bis Spoiler. Dann kommen wieder Spari und Knapova oder Knapovka. Wenn ich es mir auch mal irgendwann anders richtig auszusprechen. Die haben dann wieder wenig Abstand für die Stellwerken, weil dann wieder viel an- und ausgefädelt wird. Zum Beispiel in Bari werden ausgefädelt die Pendolinos, die in Richtung Krakau runtergehen. Ich bin auf Krakau wirklich gespannt. Krakau Hauptbahnhof ist ja auch schon angekündigt. Dass man dann über Tunnel, da vorbei an Tunnel bis nach Krakau fahren kann. Ich meine, der endet sogar in Krakau. Das heißt, man könnte mal ein Pendolino, wo man die gesamte Strecke abfahren kann. Das wäre auch ganz cool. Ich hoffe ja immer noch, dass wir bald mal Fahrten kriegen, wo man wirklich aus dem Depot raus, dann zur ersten Station und dann die gesamte Strecke wieder ins Depot. Cool wäre noch, wenn man dann am Ende der Start auswählen könnte, ja, ich möchte auch die Rückfahrt übernehmen. Na, dann besetze ich mein Stellwerk, aber mir kommst du leider nicht vorbei. Schade. Ich glaube, so viele Stellwerke sind hier auch gar nicht mehr frei. Aber Server 1. Ist auf Server 1 echt nicht Außergewöhnliches. Ich glaube, wir hätten vorher vielleicht auch noch mal Bescheid sagen müssen, bevor wir über diesen Bahnhof rüberknallen. Habe ich natürlich wieder geflissentlich übersehen. Die Anzeige hier für das Hupen. Hier noch, ich gucke mal ganz kurz auf meine schlaue Map hier. Ja, wir nähern uns an. Ja, der Güterzug hat die Strecke jetzt verlassen von uns. Gut, den haben wir gar nicht mehr erwischt. Wenn wir Glück haben, dann sausen wir da perfekt durch. Dann hat dann alles perfekt im Fahrplan gepasst. Wie als wäre es so gewollt im Fahrplan, was ich vermute.
ist Poinok. Und jetzt wird Greta schon runter. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das nächste nochmal. Ich gehe mal vom Leistungsmensch mal raus. Der wahrscheinlich jetzt da noch die Weichen, über die Weichen hier nach Poinok fahren muss, denke ich mal. Kann ich mir vorstellen, dass der nächste rot zeigt. Ne, zeigt Pfand. Das dürfte auch der nächstletzte Streckenblock vor Poinok sein, ne? Also das letzte Selbstblocksignal für Poinok. Und dann kommt das Einfahrsignal. Der nächste Bahnübergang, den ich nicht, wo ich nicht Bescheid gesagt habe. Ach, guck mal, jetzt kommen sie alle. Guten Abend, Bauer. Hallo, Wunder 99. Na, wie geht's denn so? Mir geht's gut. Oh, jetzt bist du ja in Neusamowitz wieder. Endlich wieder. Mein innerer Monk ist endlich wieder beruhigt. Grüße gehen raus. Alles grün. Ich bin gespannt, ob der andere Zug müsste jetzt hier links stehen wahrscheinlich. Der IC vor uns. Na, hier rechts steht er. Ja, der hat hier rechts den Bahnsteig. Aber ich gehe sicher. Bei dem anderen Bahnhof gibt es nur links Bahnsteig. Gibt es rechts und links Bahnsteig. Wir dürfen schön dran vorbei. Als wäre es genau so geplant. Das ist wahrscheinlich auch. Hier sitzt der FDL, den grüßen wir auch nochmal nett. Und nächster Durchfahrtort, knapp hochgegangen. Jetzt sollten die Züge auch wieder vor uns weg sein. Also jetzt haben wir wahrscheinlich wieder noch ein bisschen längere freie Fahrt. Hier ist gar nichts mehr vor uns. Bis Gora können wir jetzt durch, also hier ist überhaupt nichts. Der Ort nennt sich übrigens Punoz. Poinok ist Punoz. Okay. Punoz, okay. Ich versuche mir so langsam immer so nach und nach die Worte zu merken. Weil lernen die Aussprache nach den Regeln werde ich es nicht im Polnischen. Deswegen ist das jetzt merken, die einzelnen Orte. Punoz. Du meinst doch Poinok, Poinok, ne? Ist Punoz. Ja, wahrscheinlich. Das C ist wahrscheinlich Z. Das hab ich auch schon mal gehört, dass ein C und Z ist. Nicht, dass du jetzt Zwari meinst und dass eigentlich Punoz ausgesprochen wird. Wie gesagt, im Polnischen habe ich das Gefühl, ist alles möglich, aber. vielleicht auch hier, vielleicht wird das auch einfach Punoz ausgesprochen. Oder der gesamte Name Punoz ausgesprochen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, wir dürfen übrigens 200, wollen wir es auch mal fahren. Wenn wir hier mal wieder ein bisschen Gas geben dürfen. 205, nein, 200 und gib ihm. Minuten mittlerweile zu früh. Also wir haben richtig schönen Puffer aufgebaut. Falls hinter Serviezzi noch irgendwie was kommt. Aber wie gesagt, der Fahrplan für den Pendolino ist halt wirklich auch ganz locker. Ist eigentlich noch da, Wunder? Man könnte mal gucken, ist hier wirklich nichts frei? Gora ist frei, Wunder, wenn du Bock hast, irgendwie ein Stellwerk zu übernehmen. Wollte ich nur kurz sagen. Auf dem Server.
weil du irgendwie meintest, sonst hätte ich mitgemacht. Oder bist du gerade unterwegs? Kann natürlich auch sein. Aber falls du gerade Bock hast, oder falls jemand Bock hat, an Gora komme ich noch vorbei, das ist noch frei hier. Stellwerk. Zwischen Spari und Gora, das sind ja 11 Minuten, die wir da fahren. Das ist schon wieder eine richtig große Distanz. Und ich glaube, bis Gora können wir auch 200, meine ich. Verfrühung mittlerweile. Ich glaube, so 10 hat man meistens, wenn man... Wir machen mal ein bisschen... Wir wollen ja mal die 200 auf Fuß fahren. 202 hatten wir gesagt, funktioniert, ne? Ich würde wirklich hier 200 fahren. Gibt es eigentlich irgendwie noch, ich guck mal nochmal auf die Map, ob wir hier noch irgendwie hinten schon irgendwo. Ja, unser WC sieht ja alles gut aus, ne? Vom Verkehr. Alles fährt. Nirgendwo zum Stau. Ist nicht. Nur, also kommt durch einfach auf Server 1 mal vor, aber es kommt auch mal vor, noch ein bisschen mehr Stau ist. Was war das denn jetzt? Oh. Hatte ich rot? Ja, sage ich noch, dass hier ein bisschen was mal aufgeht, dass hier. Okay, die Einfahrt von Spari war rot. Das habe ich nicht gemerkt. Ich habe jetzt gerade überall hingeguckt. Ich dachte, wir können ganz entspannt durchfahren. Das war Nummer 2. Aber es ergibt doch keinen Sinn. Der hat wahrscheinlich gerade übernommen, ne, Zwari? Hm, wollen wir ihn mal anfunken, ne? Vorsicht, rot. Ja, das war zu spät, das war zu spät. Ich habe überall, ich habe gerade in anderen Seite geguckt. Ich warte doch gar nicht, sofort schon in Zwari sind. Okay. Jetzt haben wir grün. Hat er mich schön hingekriegt. Sehr schön. Da hat er aber gar keine Chance. Das kommt wieder davon, wenn man alles andere macht nebenbei. Weiter geht's. Keiner gesehen, ne? Naja, wenigstens nicht nur Stau auf der Schiene, sondern hier auch Stau auf der Straße. Was ist ja eigentlich cool, was für Automodelle es mittlerweile gibt, ne? Ja, ich knall wahrscheinlich gleich unsere nächste rote Signal, weil ich mir die Automodelle hier angucke. Aber lass mich. Außerdem finde ich das Bild gerade cool hier. So, jetzt konzentrieren auf den Zug fahren. So, ich bin auch wieder im Bett. Gute Nacht, Sebastian. Vielen Dank, dass du kurz dabei warst. MTR Nord, wo bist du denn? Bist du? Ne, du bist nicht Spari, ne? Welche Schnellwerk bist du denn gerade? Nein, ich wollte jetzt, ja, sicher, ja, da ist das Ding wieder angegangen. Jetzt stehe ich gleich wieder, weil ich doof bin. Nee, ich stehe doch nicht ganz gut. Warte. Jetzt sollte ich wieder hochschleunigen können, ja.
und 32 Kilometer bis Gora. Bin da Bob gar nicht so weit. Ach, Vashotnia bist du, ja. Das ist. Ich kann es mal ganz kurz. Das ist hier unten. Hier. Da. Ja, da komme ich aber nicht vorbei. Aber das ist ein echt cooles Stellwerk. Mit der Rota zusammen, das ist echt ein cooles Stellwerk. Macht richtig Spaß. Weil man da auch teilweise eingleisigen Verkehr hat und so. Strecke fahre ich gerne. Es gibt so einen. Ja, regional Intercity, keine Ahnung was. Das ist mit so drei Wagen fährst du, so die Altbollock. Du startest dann hier fest dann irgendwo, ich glaube, bei Spari. Nee, früher. Irgendwo auf die Schnellfahrstrecke drauf. Und dann fährst du Savizzi vorbei und fährst dann nach Katowice, aber nicht geradeaus nach Katowice, sondern biegst links vorher ab und fährst dann hier auch an Vashotnia vorbei und so. Und die macht richtig Spaß, weil du dann teilweise über eingleisigen Verkehr fährst und da hast du immer irgendwie in Darota oder Vashotnia, da hast du immer irgendwie Probleme mit irgendwas. Da stehst du immer ein bisschen. Das ist ganz interessant. Also kann ich nur empfehlen. Die Fahrt. Keine Ahnung, wie sie heißt. Bin schon zwei, drei Mal gefahren. Und einmal bin ich gut durchgekommen und bei dem anderen Mal hatte ich, glaube ich, einmal 20, einmal 45 Minuten Verspätung am Ende. Aber es hat Spaß gemacht. So, 28 Kilometer bis Gora. Das ist jetzt der längste Abschnitt. Wir hatten ja vorhin, glaube ich, 23 Kilometer zwischen zwei. Hier so 30 Kilometer, glaube ich, am Anfang 30, 32 Kilometer. Von einem bis zum nächsten Stellwerk. Das ist schon ordentlich. Und die können wir jetzt schön die ganze Zeit mit 200 durchknallen. Wir haben ja auch nichts vor uns. Also wirklich kein Zug. Meilenweit. Glaube ich zumindest. Dachte er, kein Zug meilenweit und da kommt was entgegengefahren. Ja, ich meinte auf unserer Seite. Das war übrigens gerade der Zug, der uns entgegengefahren ist. Ich glaube, es war ein Spieler wahrscheinlich ignoriert. Ja, Entschuldigung, Aero. Auf jeden Fall der Zug, der jetzt gerade entgegengekommen ist. Das ist der Zug. Ich will ja mal nachgucken, was das für einer ist. Welche Zugnummer? Der hat das nicht dieser Zug sein, der also drei Wagen hat. Und dann relativ interessant ist. Genau, der fährt zwischen Gliwice und Kilice. Das ist dieser Drei-Wagen-Zug. TLK heißen die. Die kann ich empfehlen. Die Fahrt macht echt Spaß. Hallo und bye, muss ins Bett. Ja, hallo und bye. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Definitiv ein schönes Stellwerk, aber auch schwer reinzukommen, wenn man beim Anfang direkt aus allen Richtungen Züge warten. Dauert gerne mal 3 bis 5 Minuten, bis man dann sortiert hat. Ja, stimmt wirklich, aber ich finde, das macht wirklich Spaß. Das war ja auch der Stellwerk, wo man mal den Wunder rausgenommen hat mit der festen Bremse. Das war genau dieses Stellwerk damals auch. Ich nutze die Situation nochmal, dass wir hier bis Gora wirklich gerade Schiene haben und nichts passiert. Mach nochmal kurz den Bot an und bin nochmal kurz weg.
So, da bin ich auch schon wieder. Automatisches Fahren aus. Und weiter geht's. Ich wollte eigentlich auf 200 einstellen. Mal in den Talk. Ich mach heute mal entspannt ohne Talk, würde ich sagen. Ich wollte die Fahrt einmal so für mich selber abfahren. Und jetzt machen wir dann wieder mit großer Talkrunde, denke ich. Gestern hatten wir ja auch schon mit Talk gemacht. Wir machen mal so ein bisschen abwechslungsreich. Nichts gegen dich, sondern ich mache ja immer so ab und zu ein, wo ich dann selber moderiere einen Livestream und ab und zu ein, wo ich dann mit allen möglichen Leuten, wo alle möglichen Leute dabei sind. Das finde ich immer eine ganz gute Mischung. Es wird langsam auch immer abendlicher. Wir sehen aber zumindest noch ein bisschen was. Und ich denke, in Savitzi, da werden wir wahrscheinlich kaum noch was sehen. Ist in Gora mittlerweile jemand? Ich glaube nicht. Nee. Das ist tatsächlich keiner in Gora. Sind Lokführer, die in der Nähe sind, und serviert sie. Ja, Moon Ping, ne? Wenn man gerade so auf 920 Fischen steht. Ich glaube, ist bei dem Spiel auch relativ egal. Ja, ich habe wieder nicht schnell genug reagiert. Das ist halt zum Glück hier kein FPS-Shooter, wo es dann wichtig ist, wie. Was für ein Ping man hat, zum Beispiel. So ein also Shooter ist dann mit was anderes. Und dann bin ich wirklich gespannt, ob nach Savirzi es genauso ruhig und entspannt und perfekt weitergeht. Wie gerade. Was irgendwie interessant wäre, wenn man das nochmal sehen würde auf dieser Website, die ja super cool ist, aber irgendwie so, wenn man sehen würde, ich weiß nicht, wie man das grafisch darstellen könnte, aber irgendwie wird das gehen, dass die Region eher rot erscheint, wenn da viele Züge mit Verspätung unterwegs sind. Dass man erkennen kann, irgendwie in der Karte, in welcher Region gerade viele Züge mit Verspätung unterwegs sind, um einfach zu sehen, ah, guck mal, da ist gerade irgendwas los. Ich weiß aber nicht, wie man das grafisch am besten darstellt. Oder vielleicht irgendwie, dass man grafisch darstellt, wo Züge stehen vor roten Signalen. Dass das also einen roten Effekt hat. Es könnte ja auch so ein Layer sein, dass man Land ausschalten kann auf der Map. So, Gora schickt uns hoffentlich durch. Wir schauen mal. Naja, Gora ist doch kein Spieler. Ja, dann schickt er uns auch durch. Nicht wie in Spari. Gut, in Spari, wie gesagt, das war meine eigene Schuld. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Das sollte man vielleicht schon machen. Sechs 44 048, bleib mal so bei ca. 40 km/h. Du schleichst dich dann so ein bisschen an die S-Bahn ran und wirst dann hinter Saviers wieder auf der Anstrecke geleitet.
Willst du wieder Weichen putzen? Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich sehe dich gerade gar nicht. Welches Stellwerk hast du denn übernommen? Warte mal, ich guck mal auf die Map. Irgendeins, was noch auch von mir verfahren ist, ja, ne? Wahrscheinlich ja, hätte ich es nicht gesagt. Was du sagen, Gora? Jetzt noch hier, zack, einmal über die Weiche? Ja, das wäre auch. Dann wäre ich, dann hätten wir ein Fliegen im Pendo gehabt. Ach, in Benzin bist du. Oh. Ja, da kannst du ja mal was überlegen. Ja, hab ich gerade gesehen. Benzin. Oh. Ist deine Entscheidung. Ich bin gespannt. Wie du möchtest. Gerne dir, was da auf mich wartet. Ich habe mich wenigstens ein bisschen Überraschungseffekt hier in der Fahrt. Ne? Überschreitung, ich bin wieder 120. Ach, das ist diese eine Brücke, wo man 120 fahren darf. Egal. Da ist der Unterboden ein bisschen broken, aber ist egal. Da knall ich immer mit 200 rüber. Das ist echt so. Einmal kurz runter und dann wieder hochbremsen. Guten Abend, Niklas. Beziehungsweise Nikolas. Entschuldigung. Lesen ist manchmal nicht meine Stärke. Das 13 Kilometer bis zur Wirzi. Wir fehlen uns jetzt gleich hier an der Regionalstrecke wieder ein. Hier endet ja gleich die Schnellfahrstrecke. Und dann haben wir auch wesentlich mehr Verkehr auf unseren Gleisen. Also hoffentlich nicht auf unseren Gleisen, aber generell. Unten links nur hier. Das kam nicht an. Zumindest von mir nicht. Ich hoffe nicht, dass er mich meint, aber er wird sich nur melden. Was ist ein Spieler? Ich habe war ein Spieler, aber ich habe ihn nur nicht gegrüßt. Weil ich nicht schnell genug war mit dem Ton. Ist egal. Hab ihn gegrüßt. Lass die Pendel. Oder Reise an den LTE. Hat er jetzt, ich hoffe, er hat nicht irgendwie was an mich gemeint. Weil hier beide von einem habe ich selber Quatsch nicht gehört und das andere Mal war irgendwie undeutlich zu verstehen. In 400 Metern, dann sollten wir schon mal runtergehen. Sollten wir vielleicht ein bisschen mehr mal bremsen wie bei der A-Bahn. Du sollst jetzt eigentlich nur noch 160 fahren. Wie entspannt ich auch runtergehen, ne? In 400 Meter 160. Ja, ach komm. So, Einfahrt serviert sie. Wir dürften wahrscheinlich geradeaus durchgeschickt werden. Wir müssen ja nicht aufs Bahnhofsgleis wechseln. Wo ich die Frage ist, wo uns sie lang schickt. Ne? Also entweder hier so ein bisschen über die Gütergleise rechts, das ist eigentlich die Gütergleise, aber eigentlich geradeaus durchfahren. Wir müssten eigentlich nicht dann noch über diese 40er Weiche. Ich glaube, es war eine 40er Weiche. Nee, ist glaube ich eine 100er Weiche, gar keine 40er Weiche. Aber mal gucken. Weil wir erhalten tatsächlich, da wird sie nicht. 110. Immer noch 3 Kilometer, jetzt bremse ich wieder viel zu früh.
Oder mal gucken, was ich mache. Signale einschmeißen. Das hat er gestern erst. Die 692 geht in ungefähr einer Minute weiter. Einfahrsignal serviert sie, ist rot. Jetzt nicht mehr, jetzt ist 100. Ah, guck mal, wir überholen jetzt auch den Güterzug hier noch, sehr cool. Der jetzt hier warten muss auf uns, denke ich. PC 92, du hast einen Güterzug noch vor dir, aber ich denke mal, nach der nächsten Station sollte das kein Problem mehr sein. Alles klar, danke für die Info. Schöne Schicht. Danke gleichfalls. Jetzt geht's mit 100 hier an Servietzi vorbei. Ich fahre tatsächlich auf Bahnhofsgleis. Okay, interessant. Ich hätte jetzt erst gedacht, wir werden hier so geradeaus durchgeschickt. Und dann noch ein bisschen wieder beschleunigen. In 2,2 ist rot, aber das ist immer rot. Nach Wazi LA. Das wird, glaube ich, gleich noch. Das wird gleich auf jeden Fall noch grün, bin mir ziemlich sicher. Ach, da bin ich vergessen, Servietzi zu grüßen. Egal. Sich gegrüßt fühlen. Der war da oben gerade im Stellwerk links. Hier auch so viele Gleise, ne? Wenn hier alle voller Züge noch stehen würde, würde ich die Performance nicht sehen, aber es wäre schon cool. Wir dürfen 120. Auf die Map, ob hier noch irgendwie was Interessantes gleich vor uns kommt. Also in Benzin. Da bin ich mal gespannt, was da passiert. Was noch irgendwas Interessantes vor uns anzünden? Das ist Gegenverkehr. Das ist ein LTE. Aber ich glaube, der fährt links über die Gütergleise, denke ich.
sind wir, glaube ich, fahren wir auch nicht mehr schneller als 120. Das ist, glaube ich, unsere Höchstgeschwindigkeit für diesen letzten Abschnitt. Schneller wird man hier nicht mehr. Du kannst auch K drücken, hast du auch Fernlicht. Aber hier hast du diesen schönen Impuls, hier macht er nur ganz kurz so. Das ist der Grüßknopf. Die andere Funktion ist einfach nur der Grüßknopf. Vielleicht auch warnen, aber das ist der Grüßknopf. Obwohl ich ja gerne noch mit Mako grüße. Ah, immer gerne. Nicht immer, aber öfter. Wäre in Realität ein bisschen nervig, wenn ich immer vorher in der Realität würde sich alle doch für Mako grüßen. Aber hier im Spiel kann man das durchaus machen, denke ich. Minuten sind wir immer noch zu früh. Dann nach der Probe 41, 20, 90 beim ersten freien Durchfahren. Ah, so witzig ist jetzt Auri. Grüße gehen raus. Der ist gerade nach Sewitze gewechselt. Ein bisschen zu spät, ich bin leider schon. Grüße. Hier oben, der nächste FTL, das ist, ja, das ist Oasi LCI. Prüfen wir auch mal. Obwohl, wir hätten eh warnen müssen, wegen dem Zeichen da. Dann schon echt, fühlt sich schon echt langsam an, wenn man statt 200 diese 120 hier nur noch fährt, da kriegt man schon ein wenig. Hier ist der nächste Haltepunkt. Ich sage auch eine Haltepunkttafel. Aber das interessiert uns jetzt hier mit dem Pendolino herzlich wenig. Sehr cool auch, ich liebe diese Brücken, die man hier sehr, sehr viele hat, wo dann auch Bahnstrecken rübergehen. Und man hat öfter mal auf vielen diesen Brücken, vor allem auf dieser Darota-Strecke da hinten. Also, Dabrovagornica, Vashodnia und Darota. Dort hat man so ganz viele von diesen Brücken und da fährt man drunter durch und überall oben drüber fahren manchmal Leute. Das ist so cool, wenn ein Spieler oben drüber fährt. Ich weiß nicht, mich fasziniert sowas. Wenn da oben dann auch Spieler oben drüber fahren und du fährst drunter durch. Finde ich cool. Jetzt kann man die Strecke, wo wir jetzt gerade waren. Ja, die kann man auch rüberfahren, genau. Das ist der Abzweig Richtung. Ich zeig's euch nochmal kurz, wo wir gerade drüber gefahren sind. So ein bisschen Streckenkunde jetzt hier. Slavko, da. Also hier könnte man, da sind wir. Und hier kann man tatsächlich rausfahren und dann kann dann hier auf diese Bukovno und diese auf die andere Strecke gehen. Ne? Zurück zum Zug. Komm, ja, ich war wieder nicht im richtigen Bildschirm drin. Wieder rausgetappt, deswegen hat er mich ein bisschen runtergebremst. Auri schreibt gerade, bei Sapkowice musst du auf 100 bremsen, sonst fliegst du aus der Mainstream. Ja. Bin ich bei Katowice schon mal rausgefunden, bei
Sapkowice so rum? Schon mal rausgeflogen? Also, glaube ich. War das in dem allerersten Stream von mir? Da bin ich auch rausgeflogen, glaube ich. Den allerersten Simray-Stream. Da bin ich mal rausgeflogen. Das heißt. So, da brauchen wir einen Gornitzer. Der das Stellwerk. Artikel habe ich heute wieder auch wieder drauf. Das Stellwerk mit den beiden Bahnübergängen. Und wir haben Rot. Nee, ich schaffe ihn nicht mehr. Alter! Lavan bremst aber auch wieder schlecht heute. Alter. Das habe ich auch wieder völlig unterschätzt hier, ne? Dass ich hier mal runterbremsen musste. Aber ich hatte spekuliert, dass das Signal gleich noch umschlägt. Der LTE wird vorgelassen. Warum wird denn der LTE vorgelassen? Ja, bremst. Aber ich habe gerade auch zu wenig. Er hat nur die E-Bremse angesteuert. Das habe ich gerade nicht gemerkt. Ich dachte, ich bremse auch schon stark. Aber das ist ja die E-Bremse hier. Er hat noch gar nicht die Luft angesteuert. Ich habe nur mit E gebremst. Deswegen habe ich so wenig entwickelt. Aber ich hätte viel mehr durchziehen müssen. Ich habe natürlich Angst gehabt, dass ich vorher durchziehe. Aber vielleicht hätte ich es doch lieber machen sollen. Sonst wäre ich nämlich rübergerollt. Ich bin nur 100% in der Bremse und noch nicht so ganz 100%ig drin. Manchmal. Wo ich schon oft den Zug gefahren bin. Ich bin einfach unfähig. Lassen wir es dabei. Ich bin da ganz froh, dass ich diesmal wenigstens das rote Signal gesehen habe. Ist ja auch schon mal ein Fortschritt. So eine geniale Fahrt. Hey, du, welchen Server spielst du? Server 1. Ja, aber es ist bei mir andauernd. Ich bin einfach... Ihr könnt so froh sein, dass meine Augen so schlecht sind. Dass man mich schon rein deswegen niemals in den Lock setzen würde. Ich glaube, damit tue ich... Meine Augen tun der Menschheit einen Dienst. Dass sie mich nicht in einen Zug lassen. Zumindest nicht vorne rein. Was ein Chaos. Moinsen. Jawohl. Ich bin eigentlich letztendlich immer noch auf Server 1. Ich muss mal. Ja, auf einem anderen Server habe ich nur mal Servirzi gespielt, so heißt der Ort. Weil der sonst auf einem anderen Stellwerk nicht verfügbar ist. 44, 70, 75. Für dich geht über das Gütergleis. Auf die 120 nochmal hoch.
da wäre immer mal Spannung auf der Strecke. Ja, stimmt. Das stimmt wohl. So, bin da. Oh, wir kommen gleich da, wo wir Gornitzer, und dann kommen wir nach Benzin. Wir haben wahrscheinlich unschwer erkennt. Mal gucken, was so in Benzin passiert. Ich sag mal Benzin. Das heißt, ich glaube, ich heiße Benzin, wird es eigentlich ausgesprochen. Benzin wird es ausgesprochen. Ich spreche es mal aus wie Benzin geführt. So halb. Was ich aber sehr cool finde, gerade dass der Mond hier die ganze Zeit so steht. Zug 4094. Ich weiß nicht, wann es hier weitergeht. Weil der Fahrdienstleiter drüben ist, entscheidend nicht gebannt bekommt, Fahrstraßen zu biegen. So. Der Prof. Gornitzer hat Probleme. Ja, wir sehen's. Diesmal weiß ich, was ich tue, diesmal ziehe ich nämlich weiter durch. Ja, falls du mich gemeint hast, ist das verstanden. Das war jetzt wieder viel zu viel, lieber Lava. Ach, hab ich durchgezogen, wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, entweder bremse ich zu viel oder viel zu wenig, ne? Eins von beiden ist es immer. Ja, ich muss diese Bremssteuerung mit hier mit Tastatur finde ich auch. Ich finde die mit der Hand fast besser zu regeln, ehrlich gesagt. 20, oh. Ach nee, das ist 20 wegen. Wir dürften rein theoretisch rüberfahren, um dann zum Bahnhof vorziehen sozusagen. Aber wir werden mal vorher anhalten, vor dem roten Signal. Da waren wir gerade noch. Jetzt, da hat sich jetzt einer bei der Bauer reingesetzt, der nicht weiß, wie ein Fahrdienst funktioniert, oder wie? Ja, richtig. Oh Mann. Hätte er sich erstmal hier wie ein Benzin so ein Stellwerk genommen, wo du hier das halt alles aufgelistet hast, aber noch nicht Computerstellwerk, das ist doch etwas komplizierter in dem Fall. Ich hab's immer andersrum. Ich fand das Computerstellwerk immer einfacher. Das macht eine Aufregung. Ja, schnell. Ist ja eh schnell. Was ist denn da für eine Aufregung eigentlich? Ich warte hier auf meine Züge. Also jetzt zumindest die Bahnübergänge sind zu. Das ist schon mal gut. Also ich sag mal so, viel falsch machen kann man ja eigentlich nicht, ne? Aber wir bleiben mal vor dem roten Signal stehen. Auch wenn wir rein theoretisch mit 20 rüber dürften. Habe ich nämlich letztes Mal im Multi, habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass ich mit dem Player schon mal ein bisschen Ärger hatte, weil ich das gemacht habe. Wo man es eigentlich darf, glaube ich. Ach, im Spiel glaube ich erst recht, aber wir sind mal brav und halten vor roten Signalen an. Ich weiß, das mache ich sonst nie. Das kann auch gehen. Das Signal, rote Signal, wo ich drüber fahren dürfte, da bremse ich vor. Aber die roten Signale, wo ich nicht rüberfahren dürfte, die knall ich rüber. Herrlich. Computerstellwerk ist definitiv lieber. Finde ich auch. Ich finde ein Computerstellwerk auch viel, viel leichter als ein anderes, ehrlich gesagt. Bleib am Signal, da steht ein Zug. Ja, ich wäre sonst auch nur auf Sicht gefahren. Also ich hätte ja noch vor dem Zug gebremst. Ich wäre sonst auch nur auf Sicht bis zum an den Hintern des anderen Zuges reingefahren. Kann mir kurz jemand helfen, wie Fahrdienstleiter geht? Ja, das ist natürlich schwierig, ne? Und wollen wir ihm mal einen Tipp geben, dass er auch auf Server 4 oder 5 gehen kann, wo dann keine Spieler sind, wo er trainieren kann, was besser ist? Der 1443 an der Brova Gornitz war,
Kleiner Tipp, als ich so Stellwerken gelernt habe, bin ich zuerst auf die anderen Server gegangen, wo nicht so viele Spieler waren, also Server 2 oder 3. Da ist ein bisschen besser, da hältst du dann nicht den Verkehr auf, da kannst du ein bisschen rumprobieren, da ist meistens nichts los. Nur so als Idee, falls es Probleme gibt da noch. Genau, das habe ich auch gerade gesagt. Moin, sind vom Zug vor dir. Ah, cool. Fliegendes Kuppeln dann, genau, fliegendes Kuppeln, so nennt man das. Moin aufs Benzin, ja. Und mal gucken, ob es gleich weitergeht. Jetzt bewegt sich was. Jetzt sollte auch wieder KI drin sein, oder? Ja. Kann man Fahrdienstleiter eigentlich auch im Singleplayer spielen, um zu üben? Ich kenne mich da nicht so mit Simray aus. Weiß ich, ob PS4 ist. Oh Gott, da gibt es das Spiel leider nicht. Man kann nicht wirklich im Singleplayer Fahrdienstleiter machen. Das ist ein bisschen schade. Geht leider nicht. Du kannst nur im Multiplayer Fahrdienstleiter machen. Aber wie gesagt, es gibt meistens... Ich glaube, bis 0 Uhr sind so 5 Server, sonst sind so 3 Server und online und einer ist meistens so leer, dass du da einfach ein bisschen trainieren kannst. Dass du da einfach ein bisschen trainieren kannst. Also das habe ich damals gemacht, als ich es mir beigebracht habe. Also ich habe auch erst YouTube-Videos angeguckt, und habe dann geguckt, wie es geht. So schwer ist das auch nicht, aber bis wir das jemanden on the fly erklärt haben, das dauert, glaube ich, ein bisschen lange. Also ich finde, das kann man, das... Eigentlich relativ logisch. Ne? Man muss halt ein bisschen das verstehen. Und vor allem die Computerstellwerk ist ja noch einfacher. Du brauchst ja gar keine Weichen stellen. Du musst ja nicht den Fahrweg kontrollieren, also, ja, sondern eher sagst A nach B und der Computer stellt die Weichen automatisch. So, wir dürfen übrigens weiter. Warum fahre ich nicht? Jetzt halte ich den Verkehr hier auf. Jetzt war ich in Gedanken. Entschuldigung. Warum fahre ich denn nicht? Warum stehe ich hier die ganze Zeit rum? Kommst du auch mal wieder? Lieber Zug? Noch nicht. Ich glaube, die Bremse jetzt müsste gelöst sein. Ja, wir rollen. Schon mal gut. Und jetzt schalten wir noch Leistung auf. Die Anleitung ist eigentlich relativ gut. Ja, finde ich auch. Real Mikro, hallo. Das Ausfahrsignal von der Propagonica. Was wir da jetzt gleich haben. Nee, ach, das ist trotzdem noch. Wir sind noch am Einfahrsignal von der Propagonica. Ja, stimmt. Das ist das Einfahrsignal der Propagonica. Und gleich folgt das Ausfahrsignal.
knapp vor den Signalen anhalten, kann ich gut. Stehen wir mit der Schnauze rüber? Ja, wir stehen genau davor, haben wir noch sogar noch Abstand. Eigentlich das perfekte Abstand. Da wird nur noch leicht. Ah ja, 1% sind wir noch angebremst. Wir sollten nicht wegrollen. Ist gut. Und die 4 Minuten Verfrühung, die vermute ich jetzt. Stimmt. Weil jetzt sollten wir natürlich, da brauchen wir gar nichts versagen. Vielleicht sind wir noch einigermaßen pünktlich. Kommt natürlich daran, ob der nächste Zug jetzt. Was haben wir eigentlich vor uns? Vor uns war auf jeden Fall der. Was hat er gesagt? Wer war das? Der Glasfolsen F war vor uns. Was fährt denn er für einen Zug? 1443. Ich lass dich gleich durch, ne, aber du fährst dann im Gegengleis und überholst den einen Zug, der jetzt vor dir ist, weil hier ist ein bisschen Chaos. Also hier ist gerade absoluter Stau. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Aber ich krieg das mit irgendwie hin. Ja, hier war vorhin jemand, der nicht so wirklich Stellwerke beherrscht. Verstanden, ich fahr auf dem Gegengleis. Danke. Hey. Jo, alles klar. Ja, das ist komisch hier. Aber hier ist absolut Chaos. Also das muss ich jetzt erstmal hier irgendwie fertig kriegen. 40694, dauert das noch länger oder hast du eine Vollbremse drin? Geht durch weiter. Okay, alles klar. Grün ist auf jeden Fall. Dann fahren wir Gegengleis bis Benzin. Das ist doch auch cool. Oh, ich mag Gegengleis fahren. Müssen wir gleich dran denken, dass wir Gegengleis anschneiden. Das ist hier. Nee, das ist die Spannung. Die wollte ich nicht wegnehmen. Das ist, wo ist denn das? Hier gibt es so einen lustigen Hebel. War das hier bei der Baureihe? War das bei der anderen Baureihe, wo es den lustigen Hebel gab? Ah, wo ist Gegengleis? Führerstandsbeleuchtung, Windschutzbeleuchtung. Scheinwerfer oben. Fernlicht. Wo war denn das? Weiß das jemand so wenig? Ich mach mal kurz Führerstandsbeleuchtung an. Weiß das zufällig jemand? Wie wir Gegengleisbeleuchtung machen? Bei der Baureihe. Das ist immer noch die Spannung. Sondernfunktionstest, Scheibenwischer. 1443, hast du noch einen Zug vor dir oder bist du jetzt näher an mir dran? Nee, ich bin nicht näher an dir dran. Ich stehe immer noch hier vom Haltzeichen. Vor deinem Einfahrsignal stehe ich noch. Ja, okay, weil bei dir sind nämlich noch 24243. Ich weiß jetzt nicht, wie weit der weg ist. Also, ich sehe von hier aus gar keinen Zug. Keine Ahnung, wo der ist. Ich roll langsam von hinten auf dich rauf. Ach so, okay. Ah, okay, dann weiß ich Bescheid. ...41,20 von Glofny. Ah, hinten, ja. Warte, ach, da hinten ist die ja. Ja, cool. Für dich zur Information, du hast circa 5 bis 10 Minuten Wartezeit aufgrund von Rückstau im anderen Sosnowiec. Kann ich nicht irgendwie auch eine Kamera nach hinten machen? Muss doch irgendwie gehen. Da war es doch gerade die Kamera da hinten. Ah, jetzt habe ich es wieder weggemacht. Da ist die Kamera nach hinten. Wollen wir mal gucken, wie nah du ranfährst, ne? Oder wie nah er ranfährt. 14694, du hast grün, deinen Planmessing halt hast du ja jetzt gerade gemacht, da kannst du weiter. So, jo, verstanden. Wir dürfen und auch. Für die 14.43, für dich ist auch grün und du fährst im Gegengleis. Okay, für mich geht's weiter. Dankeschön.
Ruhige Schicht dir noch. Kein Problem. Jo, danke. Und 24, 22, 43, du hast dann mal kurz einen kleinen Aufenthalt bei mir auf dem Bahnsteig. Alles klar, verstanden. 41, 44, es kann gut sein, dass sie gleich mal kurz hier warten müssen, bis es vorangeht. Es gibt anscheinend einen Stau momentan. So, haben wir jetzt rausgefunden, wie wir... Ach, an der Wand. Los, oder? Weil ich bin gleich hinten an dir dran. Also ich fahr jetzt los. Weil ich näher mich immer noch. Halt aber lieber dann... Ja, das war zu nah. Der ist mir vorhin reingekachelt. Sehr schön. Ich wollte jetzt noch mal die Dings anmachen, ne? Lass mich raten, der ist jetzt hinten bei dir draufgedonnert. Jawoll. Oh Mann. Gut, dann können wir den eben aus dem Fahrplan streichen. Fahren auf. Hat sich der Stau dann auch wieder aufgelöst. Fahren auf Sicht heißt eigentlich auch, dass man vor Hindernissen anhält, aber egal. 41, 44, Sie werden jetzt über Gegengleis geschickt. Ach, ist das schön. So, der Stau hat sich wieder gelöst. Das ging ja schnell. So, ich wollte jetzt nur mal wegen dem Rückscheibe gucken, ja. Hintere Beleuchtung, Lichtmodus. Fahren am linken Gleis. Jetzt haben wir es. Perfekt. Bisschen Gegengleis. Es gab wohl einen Stau und deswegen habe ich gerade die Bitte vom vom Palinzelter aus Dostenwig bekommen, dass ich dich übers Gegengleis schicken soll. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt hier noch irgendwie durchkommen, weil jetzt die wahrscheinlich übers Gegengleis, da hätten sich zustauen. Bei mir hat sich der Stau gerade gelöst, nachdem der Zug entgleist ist. Keine Ahnung, warum ich hinten aufgefahren bin. Also da ist er ja gewechselt. Frag mich nicht, was das war. Ja, du bist halt aufgefahren. Das war das. Ich hatte aber nur 20 km/h gestellt und war noch auch schon am Bremsen. Keine Ahnung, weil der Zug abging. Warum stehen Sie noch? Sie dürften Ausfahrtssignal haben. Ein Mysterium. Achso, alles klar. Naja. Tempo mal, aber auch 20, also ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht ist die Kollision einfach in Simbel auch nicht so super, dass die einfach so ein Stückchen da hinten weiter durchragt am Zug. Kann ich dir gar nicht sagen. Ja, um 20 km/h bin ich direkt am Gleis, also. Hallo? Wie unlogisch. Ja, lass mal den Fahrdienstleiter quatschen, der wollte gerade was sagen. Ich höre nur dich. Ich bin fertig, wenn sie mich meint. Achso, okay, alles klar. So. Ich habe nur den 41-44 zu euch gelotst. Ah, okay, dann höre ich dich nur. Ich dachte, der eine hört den nicht. Hört mich auch, nach aber... Benzin. Mal gucken, was der Benzin noch auf uns wartet. Da steht, ist ja der Firefighter. Ist er wahrscheinlich zu weit weg. Der Sick Boy hier im... Wahrscheinlich. Aber ist gar kein Problem, dass er den Zug gerade gleist hat, denn jetzt kommt nämlich 40, 6, 4, 5, nämlich wieder pünktlich. Ja, passt dann doch. Pff,
Also, kleine Info an Benzin, wenn der Zug da ist, sag mal Bescheid, dann müssen wir den Gleisblock wieder drehen, sonst hast du nachher bei dir Stau. Jojo, alles gut, kein Thema, das kriegen wir. Darf ich gleich den nächsten Zug rüberschicken? Also, Katowice schickt mir gerade den Zug nach Zug rein, weil die jetzt auch, dadurch, dass ich das jetzt einer stand, ein bisschen Stau drin haben. Löst die Bremse auch mal wieder aus. Ach, diese Bremse ist irgendwie manchmal ein bisschen nervig. Die löst irgendwie ganz langsam nur. Aber ich bin auch unfähig, wahrscheinlich damit zu fahren einfach. So. Machen wir wieder auf 0, bitte. Und dann 40. Oder beziehungsweise wir haben 0 km/h. War ich gerade 40 angesagt? Jetzt ist 40 wieder, wollte ich gerade sagen. Ich war doch gerade 40. Oder wollte er mir gerade ein Signal reinschmeißen? So, wir wechseln wieder aufs Regelgleis, das heißt für uns. Savage ist, glaube ich, gerade KI. Ich schalte wieder. Oh, jetzt doch, wir fahren hier hinten lang. Aber im Bahnhofsbereich gibt es keine Gegengleise. Ja, bin ich gerade auf normales Beleuchtung wieder umgeschaltet? Fahrt im normalen Gleis. Ja, komisch. Hat immer noch falsch geschaltet. Warum schaltet er das nicht um? Muss ich dafür nochmal anhalten oder so? Sonst würde ich ihn gleich nochmal kurz stoppen und gucken, ob ich das Signal... Weil so ist ja doof zu fahren. Sieht doof aus. Ah ne, wir haben eh halt. Okay. Ja, dann halten wir nochmal an. Sehr gut. Dann hat der Benzin das gerade entschieden. Der Firefighter hat es gerade hier. Ach. Stehen wir noch über die Weiche? Ja, wir stehen gut. Ich wollte... Ach, ich habe hinten, glaube ich, Licht angeschaltet, ne? Hintere Signalbeleuchtung. Ja, ich habe hinten angemacht. Ich bin ein Troll... Zugschluss 40145 für Glofny. Zugschluss, den wollte ich haben. 40145. Ja, du musst mal kurz 2-3 Minuten warten. Da kommt dir was entgegen und macht dir den Weg frei. Achso, ich warte. Ich bin mir gespannt, wann es hier. 24191, circa 5 Minuten. Aber kannst du die Bremse auch wieder auslösen? Mit deiner Verspätung bist du leider der Letzte in der Reihenfolge. Du musst dein Mikrofon aktivieren über die Option und dann kannst du normale Einstellung Alt Gr nehmen. Neben der Leertaste rechts, um zu funken. So, warum löst du jetzt eigentlich die Bremse jetzt hier nicht wieder aus? Also bei mir ist. Also bei mir ist standardmäßig Taste X. Bei mir 0. Beziehungsweise ich hab's umgestellt, bei mir ist das 0. Ich hab's auf Q, ist einfacher zu erreichen. Und an Benzin, danke für die Gleisrichtungswechsel. Jetzt ist wieder alles. Im Regelgleis, wunderbar. Fahren wir mal weiter, ja? Ich glaube, ich darf einen kleinen Stau in Katowice anmelden, weil die ballern mir jetzt hier Bordzüge nacheinander rein. Also kommst du eine raus, kommt der nächste rein. Ich bin mal gespannt, von wie er ankommt. Warte ab, an der Bahnhof als Stellwerk reinkommt, was dann hier für ein Chaos ist. So, jetzt kann ich auch mal von einem wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Ja, du
Pixel, da habt ihr mir echt mal gleich mal 5 Minuten reingehauen, ne? Weil 40 angesagt ist die ganze Zeit. Gute Fahrt und danke für das Weichenputzen. Sehr gerne. Und dir noch ruhigen hier im Benzin. Viel Spaß beim Zugstau auflösen. Obwohl, ich glaube, der sollte sich ja schon. Ich bin nicht schon, mein Name ist Hade. Jawohl, die hört man. Alles klar, perfekt. Du hast nicht nee, das Ding. Servus. Nee, das Fahrdienstleiter nicht hier. Am Arsch lenken, nee, mach ich nicht. Ja, da hast du hier ein schönes Chaos mit dem Brother Konitsch noch hinterlassen. Ich fahr lieber den Güterzug, Passagierzug, scheißegal. So, 110 dürfen wir wieder. Gleich nur noch 90, gleich nur noch 100. 24101 gelaufen hier. Der nächste Güterzug ist Richtung Gloffen hier unterwegs. Ich würde runterstellen auf 90, ne? 90 jetzt, perfekt. In Kürze Abfahrt. Und wir haben halt. Hört jetzt nicht mehr? Der Fahrdienstleiter für den 1C44 kommt. Geht weiter. Das ist verstanden. Sorry, der geht auf mich. 40, 145, ja, mein Halt auf Gleis 1. Perfekt, ich freue mich. So, wir erreichen Sosnowitz-Gufne. Das war jetzt auch mal ein langwieriger Stau halt. Ich habe gar nicht gewusst, dass man mit so mit einem Unfall so einen langen Stau auslösen kann. Da brauchen wir Gornitzer Dienstleiter. Jawohl, hier. Darf ich einmal komplett da durchfahren? Weil ich bin gerade mit Güterzug unterwegs. Wie, was nochmal? Du hast gerade geleckt. Dürfte ich mit meinem Güterzug einmal komplett durch die Dobrige Gotziwal einmal komplett durchfahren? Aber natürlich darfst du das. Weiter geht's. Und mal gucken, ob der Zug vor uns jetzt weg ist. Mal gucken, was hier. Wir kommen, bin ich hab dich leider nicht auf dem Schirm. Du bist doch gerade hier bei mir. Hätten aber halt. Ja, dann musst du oben in deine Tab-Leiste und meinen Fahrplan das einmal oben ändern. Wo dein Bahnhof oben steht. Wir fahren noch auf Rot zu. Ich denke mal, da ist noch ein Zug vor uns. Wir hatten ja vorhin auch kurz Rot, deswegen denke ich, der Zug vor uns. Oder jetzt wird er noch rausgelassen hier aus dieser Nebenbahn. Nee, der ist noch gar nicht. Das ist mein Problem. Also der ist noch nicht hier irgendwo. Schauen wir mal.
Sonny, sein Benzinmann hat sie gerade nicht verstanden. Oh, alles gut. Ich wollte nicht reden. Da geht's. Und 100. ...24191 wäre für Sie in Ordnung, wenn Sie dort am Signal gleich jetzt mal warten, bis der Schnellzug vor Ihnen, seinen Halt beendet hat. Das war gar kein Spieler, egal. Als Einfluss in der Fahrdienstleiter fragt nicht, der macht einfach. Der guckt nach, wegen der Verspätung, Zeitfenster, wie es so ist. Spieler? Ich glaube auch nicht. Ich habe ihn trotzdem mal grüßt per Licht. Wenn denn auch Bots fühlen sich, wollen mal grüßt werden, sonst fühlen die sich immer so alleine. Lavan? Was ist Lavan? Wie sieht es mit dem Community-Event aus? Ach ja, wollte ich eigentlich im Mai machen. Beim Urlaub. Der ist ja schon wieder vorbei beim Urlaub. Ja. Plane ich. Mach ich. Also. Ich weiß noch nicht wann, aber die Idee ist noch im Hinterkopf. Und sie wird auch irgendwann umgesetzt. Aber ich habe es jetzt im Mai tatsächlich nicht geschafft. Mai ist ja noch nicht rum, aber zumindest in dem, wo ich Urlaub hatte. Wie so viele Sachen. Wird auf jeden Fall, habe ich das vor. Aber mir ist so ein bisschen, wer länger auf meinem Kanal dabei ist, weiß das. Manche Sachen dauern ein wenig, bis ich sie dann umsetze, aber es sind sie meistens um. Und die Idee ist so gut, die will ich auf jeden Fall umsetzen. So. Und wir nähern uns dem nächsten roten Signal. Ich wünsche noch eine angenehme Weiterfahrt bis 40, 145. Ist das mir oder sitzen wir in der Zeitmaschine? Du fährst ja 40 Tage in der Zukunft. Ja, irgendwie schon, ne? Ja, ich glaube, der springt immer hin und her von den Tagen. Ich bin mal gespannt, ob der am 40. dann wieder umschlägt. Ach, übrigens, wir haben wieder Halt, ne? 100 Metern. Müssen wir noch nicht so stark rein, aber auf jeden Fall müssen wir rein. Auch dir 2491 wünsche ich natürlich noch eine angenehme Weiterfahrt. Und keine Ursache. Gespannt, ob wir dann gleich durch Savozzi durchkommen. Endplatz 44, alles green, los geht's, Fahrt frei. Ja, aber ich möchte nicht. Dankeschön. Und jetzt. Könnte sein, dass du ein bisschen 43 Einfahrtsignal gegeben, Sie können einfahren. Ich war gerade so ein bisschen überlappt, aber ich glaube. Entschuldigung. Ja, vor dir fährt ein Güterzug. Das kann sein, dass du ab und zu mal ein bisschen ausgebremst wirst. Kannst du eins merken? Schnellzüge fahren um die 200, ein Güterzug fährt nur 80. Wer hat immer als erstes Vorrang? Für die Zukunft, ja. Ja, weiß nicht, aber ich kann dich nicht ein Gegengleis schicken. Das ist gegen das Schnellweg neben mir das Computer. Zukunft, merken. Wenn du als erstes losschickst. Man kann das beantragen. Man kann es beantragen, indem du fragst, ob Gleis 2 frei ist. Ah. Und dann höchstens so viel Deadline dazwischen, dass er teilweise 20 bis 30 Minuten warten muss am nächsten Bahnhof. So.
Aber hey, Crew übt sich, alles für dich. Da bleibt tief, ich bin da sehr tief entspannt. Habe ich irgendwann mehr was zu tun, anstatt immer langweilige 200 zu fahren. Siehst du, habe ich dir dann doch noch was, habe ich dir doch noch was Gutes getan. Ich komme bloß nicht mit meinem McDonalds-Essen voran. Das ist der Nachteil. Hä, hey, warum? Hast du doch bei rumliegen? Na, ich muss immer ständig hier abbremsen, losfahren, abbremsen, da kann ich keinen Burger in der Hand nehmen. Wieso? Man steuert mit einer Hand, nehme zwei. Die Dialoge sind super. Linke Hand ist, wo die Siefer ist, Befehlstaste und Befreiungstaste ist, rechte Hand ist, wo der Gashebel ist. Merkt ihr das? Dann macht die Sicherheitssysteme so lange aus. Ja, dann mal brauche ich auch gar nicht spielen. So, 40 gleich. Wenn du dann fertig bist mit der Essen, dann kannst du das ja wieder anmachen. Nee, nee. Ist ja wie ein richtiges Leben. Oh, das ist Paralleleinfahrt, Paralleleinfahrt! Na dann, wilde und freie Fahrt wünsche ich dir. Oh, sehr cool, wir haben eine richtig schöne Paralleleinfahrt hier gerade. Bisschen weit hinten, aber wir holen ein bisschen auf. Ist da ein Spieler, der neben uns da einfährt? Ja, ne? Ja, tatsächlich. Sehr cool. Komm, ein bisschen können wir noch schneller, dass er 42, dass wir so ein bisschen noch rankommen an ihn. Das muss auch ein cooles Bild sein hier. Wenn er hier vorne steht. Wir fahren zwei Züge, rollen hier gerade einen im Bahnhof, Katowice. Unheimlich cool. Alter, jetzt gehen wir so nah aneinander noch. Ach. Sehr cool. Echt eine coole Paralleleinfahrt gerade. Finde ich gerade super cool. Ja, wir sind ein bisschen schnell. Super cooles Bild. Mega, mega, mega krass. Entschuldigung, ich feiere sowas. Ich feiere sowas richtig. Ich bin auch ein bisschen schneller gefahren. Ihr habt das schon gemerkt, aber ich wollte ihn halt noch so ein bisschen das Bild haben, wo wir beide so parallel hier einfahren. Doch gesagt, Paralleleinfahrt, dass ich gleich neben dir bin. Und wir dürfen auch schon wieder raus. Leistbremse wieder lösen. Der auch schon Ausfahrt? So. Bremse ist gelöst, dann sollten wir jetzt loskommen.
Den Güterzug hab ich dir vor die Nase jetzt aus Versehen. Ach so, voll. 41144 an Katowice. Ich würde gern durch. Ah, jetzt. Sorry, ich hab's gerade ein bisschen verpeilt. Schicke jetzt aber durch. Jo, jetzt habe ich Durchfahrt. Güterzüge haben Vorrang. Ach, aber ich wollte gar nicht sagen, Güterzüge haben Vorrang. Die können Klopapier an Bord haben. Das ist einfach der Pandemie wissen, wie wichtig das ist. Genau. Klopapier oder Öl. Dann haben sie auch Vorrang. Oder Gas. Oder Kohle. So, wir sind gleich. Wir sind jetzt Katowice schon wieder raus. Und dann beenden wir auch das Stream. Ich sag schon mal so langsam. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, das fand ich mir cool, dass am Ende doch noch was passiert ist. Ich wünsche dir noch eine angenehme Fahrt. Wir sind über ein rotes Signal gebrettert dreimal. Danke, ebenso ruhigen Dienst noch. Und am Ende ist uns noch ein Zug draufgefahren. Also, schöne Paralleleinfahrt nach Katowice. Was gibt Schöneres als dieses Ende für diesen Stream? Da kommt schon der nächste Zug entgegen. Ist das auch schon ein Spieler? Vermutlich noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon Spieler übernehmen können. Spieler. Ich bin mal gespannt, ob wir eines Tages hier noch weiterfahren können. Also wir sollten jetzt gleich, kurz vor der Brücke werden wir rausgehen. Ich kenne schon die Ausfahrt hier. Und ob wir vielleicht sogar eines Tages den Zug bis nach, wie ist der, Kilowice oder wo der hinfährt? Der fährt ja noch weiter, genau. Ne, Gliwice. Ob wir nach Gliwice noch, so viel Station ist da gar nicht mehr hier. Ob wir ein bisschen Gliwice tatsächlich mal kommen. Fährt er noch, ja, so lang fährt er echt nicht mehr. Gut. Dann würde ich mich verabschieden. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Stream wieder. Hätte ich nicht so geträumt, hätte ich einen schönen Screenshot von der Parallelfahrt gemacht. Ja, also Screenshot habe ich gar nicht gemacht, aber man hat es ja im Video festgehalten, wir sehen. Deswegen. Gute Nacht euch. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss.